Hallihallo, Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend euch allen und herzlich willkommen zum Freitagabend-Stream bei Lurch und Lama. Und heute Abend haben wir ganz fantastische Gäste, Verstärkung, Freunde hier im Stream. Und ich darf als erstes begrüßen unsere beiden Podcaster, sage ich Podcaster, Streamer, beides. Beides. Podstreamer, unsere 70-30. Unsere Podstreamer von 3P, von Pen, Paper und Pampers. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kanfatra, einen wunderschönen guten Abend, lieber Manni. Einen wunderschönen guten Tag. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wundervoll, dass ihr, wir hatten das schon so lange vor, mal was miteinander zu machen und freuen uns, dass es jetzt endlich geklappt hat. Die ganze Vorbesprechung, die wir hatten, war übrigens schon episch. Also war schon super. Unser Spielleiter, der sich bei dem, was wir heute machen, Einsatzleiter nennt, kommt von den Grün Gorillas, von Green Gorilla. Unser Basti ist heute Abend hier. Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist, lieber Basti, und für uns spielleiten wirst. Hallo, dankeschön. Genau. Noch freut er sich. Noch freut er sich. bevor wir anfangen, wir haben ja angekündigt, dass es heute losgeht mit dem Lurch und Lama Osterrätsel. Um genau zu sein, mit der Lurch und Lama Osterrätsel Schnitzeljagd. Wie funktioniert das Ganze? Ich werde euch gleich ein Rätsel nennen. Auf dieses Rätsel gibt es eine Antwort. Nehmen wir an, die Antwort auf dieses Rätsel wäre Günther. Dann schreibt ihr eine E-Mail an günther@lurchundlama.de. Ihr bekommt dann eine E-Mail zurück mit einem Hinweis darauf, wo ihr morgen früh ab 7 Uhr das zweite Rätsel bekommt. Dann macht ihr das wieder so. Also wenn ihr morgen das zweite Rätsel habt, an einem anderen Ort, dann schreibt ihr eine E-Mail, dann wieder mit dem Lösungswort. Nehmen wir an, das Lösungswort wäre Pampers. Dann schreibt ihr pampers@lurchundlama.de eine E-Mail und bekommt dann wieder eine E-Mail von uns. In jeder dieser E-Mails bekommt ihr zum einen nochmal eine kurze Erklärung der Antwort. Zum anderen bekommt ihr einen Buchstaben oder eine Zahl. Und zum dritten, wie gesagt, den Hinweis, wo es das nächste Rätsel gibt. Die Zahlen und Buchstaben braucht ihr dann am allerletzten Tag. Wenn ihr nämlich alle Zahlen und Buchstaben in der Reihenfolge der Rätsel habt, dann könnt ihr damit teilnehmen an unserer Osterverlosung für tolle Osterpreise. So. Ich hoffe, das war verständlich. Osterpreis. Osterpreis. Für den Osterpreis. Ja. Habe ich schon wieder verquatscht. So schnell geht das. Gut, dann stelle ich euch jetzt Rätsel Nummer 1. Und ihr schreibt bitte nicht die Antwort auf das Rätsel jetzt direkt in den Chat. Oh, ich weiß es. Die Antwort ist 5. So, das schreibt ihr bitte nicht. Ihr schreibt uns eine E-Mail. Rätsel Nummer 1 ist eins für die Herr-der-Ringe-Fans da draußen. Pass auf. Arwens Mutter hat 3 Kinder. Die Zwillinge Eladan und Elrohir sowie noch eine Tochter mit dem Namen. Ihr schreibt jetzt bitte den Namen der Tochter @lurchundlama.de.
Das war Rätsel Nummer eins. Ich denke, es war nicht so schwer. Wir wollten das erste Rätsel Sogar der natürlich. Lurch wusste es. Sagen wir, die 10 Rätsel sind bis auf wenige Ausnahmen Lurch-approved. Eins raff Also. ich immer noch nicht. Ich raff's nicht. Also es sind unterschiedliche Rätsel dabei, es sind Logikrätsel, es sind ein paar wenige Wissensrätsel dabei. Also schreib jetzt eine Antwort, E-Mail an antwort@lurchundlama.de. So, Jetzt damit bin aber. ich fertig mit dem Rätsel. Ich sage das am Ende nochmal. Und ansonsten bedanke ich mich übrigens für einen Hype Train Stufe 5. Ja, also ihr seid nämlich vollkommen irre. Bevor wir ja richtig angefangen haben, Hype Das sind Train fünf Stufe Pips für 5. uns, 5 Pips Einsatzleiter. für uns, Herr Einsatzleiter. Fünf minus Pips. Nein, für dich. So, und damit würde ich an unseren Herrn Einsatzleiter übergeben und mich einfach als Spieler ganz brav in eine Ecke zurückziehen. Ja, Mhm. also Könntest du das? die Einsatzleitung nimmt gerne Tipps für das Rätsel entgegen, gerne an Privatnachricht, per Privatnachricht an mich, ja. Bin bei Herr der Ringe nämlich aufgeschmissen. Ja, was soll ich groß sagen? Wir spielen Troubleshooters für jeden von euch, der das noch nicht irgendwie im Lusch und Lama-Stream mitbekommen hat, wie auch immer das funktioniert. Das ist das wunderschöne Buch. Ich dachte, ich zeige es euch einfach nochmal. Momentan die englische Version. Wir übersetzen das ja gerade auf Deutsch. Da steht. Perfekt. Oh ja, wunderbar vorbereitet. Für all die Ungeduldigen, es kommt im Sommer kommt das Crowdfunding. Ende Sommer kommt das Crowdfunding. Wir sind momentan guter Dinge und gut dabei. Kurze Einleitung, um was es geht. Wir spielen in den 60er Jahren. Und zwar in der alternativen Zeitlinie der 60er. Mit dem Fokus auf Europa, weil die Vorlage franko-belgische Comics sind. Das heißt, es darf auch gerne ein bisschen comicisch, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, werden. Und die Weltereignisse sind ähnlich, aber auch ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube, das prägendste Ereignis ist die Mondlandung gewesen, die nämlich nicht von den Amerikanern gemacht wurde, sondern von Franzosen und Japanern. Mit der Rakete, die auch der Rote Fuchs genannt wird. Wir spielen heute ein Schnellstart-Abenteuer. Das wird es auch bald geben. Wie werde ich euch verraten? Das muss ich auch mit Michael besprechen. Aber das werden wir spielen. Und wir haben eine wundervolle Gruppe dabei. Und ich würde sagen, ihr stellt euch jetzt einfach kurz vor, wen ihr denn heute Abend verkörpern werdet. Gäste fangen an. Ich kann auch anfangen. Soll ich anfangen? Ich spiele heute Sir Harry Fitzroy, einen alternden Weltkriegsveteran und Träger aller erdenklichen Verdienstmedaillen, die Ihre Majestät die Königin von England zu bieten hat. Ich war während des Krieges in Nordafrika und in Italien und habe danach nie wieder so richtig ins Leben zurückgefunden und suche seitdem den Nervenkitzel, wo immer ich ihn finden kann. Mich haut nicht mehr so viel vom Hocker, deswegen schaue ich ab und zu ein bisschen tief ins Glas, vor allem wenn darin Whisky oder Aquavit schwimmt. Man sagt ja, einer der wichtigsten Wesenszüge eines Gentlemans ist seine Ehrlichkeit. Meine ist so krass ausgeprägt, dass sie mich von den anderen Wesenszügen eines Gentlemans abhält. Ansonsten bin ich ein sehr zuverlässiger, kompetenter Begleiter in allen Lagen, wenn ich nicht zu betroffen bin. Meine Haare sind ergraut, aber immer noch voll und immer etwas wirr. Ich habe einen mächtigen Schnauzer, meistens eine Pfeife im Mund, die leckeren Vanilleduft verströmt. Und ich trage immer Anzug, Trenchcoat, so einen Seidenschal. Und wir spielen in Paris, ne? Ich bin in Paris, weil ich hörte, dass meine alte Freundin Elektra Ambrosia, haha, ja, so heißt sie, wegen eines Rennens dort sei. Und weil ich das unvorsichtigerweise einer guten Freundin gesagt habe, darf ich jetzt während der Internatsferien auf die Tochter besagter Freundin aufpassen, weil sie selbst wichtigere Dinge zu tun hat. Und jetzt schleppe ich sozusagen notgedrungenerweise eine Teenagerin mit mir rum. Mal sehen, wie das so wird. Die ist da unten. Genau, diese Teenagerin bin ich. Ich spiele Eloise, bin 16 Jahre alt, bin aber ein technisches Wunderkind. Da oben. Gehöre, beziehungsweise ich bin die meiste Zeit in einem Internat außerhalb von Paris, weil meine Mutter, wie ja schon gesagt wurde, Besseres zu tun hat.
Jetzt gerade sind Ferien und ich bin unterwegs mit Harry, aber ja, wie gesagt, Teenager, technisches Wunderkind, bin die meiste Zeit aber ziemlich müde und einfach ein Teenager. Magst du dann weitermachen, Elektra? Ja, ich habe auf jeden Fall den coolsten Namen von allen. Ich spiele Elektra Ambrosia. Sag mal, es ist ein Künstlername oder meine griechischen Eltern waren Hippies, ich bin mir nicht ganz sicher. Sucht euch was aus. Auf jeden Fall bin ich die mit Abstand beste Rallye-Fahrerin der Welt. Also Fahrerin sowieso. Und ab und zu lasse ich auch mal einen Kerl gewinnen, damit sie nicht in totale Depressionen verfallen. Ja, ich stehe gerne im Mittelpunkt. Bin immer schwer gestylt. Und Harry kenne ich, weil er mit mir mal eine Wüstenrallye gefahren ist. Meistens auch nüchtern. Auf jeden Fall hatten wir eine gute Zeit. Und Paul, der da über mir sitzt gerade, den, sagen wir, habe ich mal am Rande eines Rennens kennengelernt. Und ab und zu treffen wir uns noch, wenn ich in Paris bin. Ja, also da ich von der Abstammung her Griechin bin, habe ich eine wilde Lockenmähne, dunkle Haare, immer drei Wettertaft gestylt natürlich. Wie sich das gehört, die Paparazzi sind überall und wer will kein Bild von Elektra auf der Titelseite haben, also. Eine Vorstellung war eigentlich nicht nötig, jeder müsste mich kennen. Da bin ich dran. Mein Name ist Paul Marchand. Ich bin ein Lebemann, ich bewege mich durch die Straßen von Paris, als wären sie mein, weil ich mir einfach alles nehme, von dem ich denke, dass es mein sein sollte. Ich habe im Krieg gearbeitet für die Resistance. Allerdings war ich kein besonders guter Kämpfer, also habe ich mich damit befasst, dass ich Dinge besorge. Und Dinge, die Paul Marchand nicht besorgen kann, die gibt es nicht. Und deswegen bin ich damit beschäftigt, die meiste Zeit schöne Dinge zu finden, meistens bei schönen Frauen, die ich dann versuche zu umgarnen, damit ich dort hineinkomme. Und es ist ja einfacher, wenn man an die Schmuckschatulle geführt wird, als wenn man immer die Fassade klettern muss. Nicht, dass ich das nicht könnte. Ich kenne die wunderschöne Elektra, habe ich kennengelernt bei einem Autorennen, wo sie gefahren ist. Und ich habe dort mitbekommen, dass ein furchtbar rüpelhafter Mann sie in einer besonders gefährlichen Kurve geschnitten hat. Seltsamerweise ist dieser Herr dann später im Rennen, nun, er hatte einen Unfall mit einem Motorschaden und die liebe Elektra hat danach in ihrer Werkzeugkiste den Benzinfilter von dem Auto ihres Kontrahenten gefunden, sowie einen leeren Beutelzucker. Naja, und meine Adresse und Telefonnummer. Seitdem treffen wir uns immer wieder und sagen wir, wenn Elektra Ambrosia in der Stadt ist, dann habe ich immer einen Ort, wo ich übernachten kann. Auch schon. Damit es nicht der Kleinwagen sein muss, ne? Wunderbar. Ja, wenn ich mich recht entsinne, hat kam Elektra zum Abendessen eingeladen, weil sie das letzte Rennen, glaube ich, gewonnen hat. Ich heiße nicht Carmen. Perfekt, ich habe es vorher gesagt und es ist direkt passiert. Ambrosia, Elektra. Katschi. Nein, auch nicht. Elektra Ambrosia. Ambrosia. Nennen Sie doch Ambrosia nur Elektra. Ich nenne sie nur noch Elektra. Dieses Ambrosia macht mich fertig. Icebreaker abgehakt. Das Restaurant ist im 6. Bezirk in Paris. A Pichou Sal, ja, zur schmutzigen Taube. Und ist, auch wenn der Name das nicht vermuten lässt, doch recht angenehmes und angesagtes 60er-Jahre-Restaurant. Jugendliche dürfen leider keinen Wein trinken, kommen da aber auch rein. Es gibt aber die sind in Frankreich. Ja. Jugendliche trinken ja ab 10 Rotwein.
Es gehört hier zum guten Stil. Und ja, ihr trefft so nach und nach ein in einem auch recht schicken Restaurant, was gut besucht ist, ein paar Kellner durch die Gegend flitzen und komischerweise keine Plätze zugewiesen werden, denn Elektra hat ihren Platz, denn man kennt sie, natürlich. Oh, herzlich willkommen, Frau Elektra. Herzlichen Glückwunsch zum gewonnenen Rennen, ja. Ist weg. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin wieder da. Keine Ahnung. Das macht Discord heute jetzt schon zum zweiten Mal. Aber ich bin ja wieder da. Ja, perfekt. Herzlich willkommen. Das Gleiche wie jedes Mal, wie nach jedem Rennen. Aber natürlich, bitte. Ach ja, dann kommen Sie mit, ja, zu Ihrem Platz. Und du siehst, alle machen so Platz hier. Die Belegschaft kennt natürlich, wer kennt Elektra nicht. Ja? Immer top gestylt, ja. Was euch anderen auffällt, die vielleicht schon dabei sind, ja, der ein oder andere Paparazzi steht natürlich schon an der Scheibe des Restaurants, ja. Man ist mittlerweile bekannt, dass Elektra hier nach jedem Sieg flaniert und isst. Und ja, du wirst zu deinem Platz gebracht, was so ein kleiner, am Ende des Raumes, so eine, wie soll ich das sagen, so eine halbrunde Couch quasi ist, die so in diese Wand eingelassen ist mit einem Tisch. Ja? Platz genug für 5, 6 Gäste und du überblickst quasi den Rest des Restaurants mit einer diskreten Ruhe. Ich setze mich trotzdem mit meiner Schokoladenseite, die ich sehr wohl kenne, passend zu einem eventuellen Fenster oder so, wo ein Paparazzi durchfotografieren könnte. Nicht, dass morgen die falschen Fotos in der Presse sind. Perfekt, ja. Es ist halt so, die Sitzkuhle ist quasi da in dem Sofa, ja? Ja, genau. Es gibt den Platz. Es ist der Elektra-Platz. Ja. Passend zur Farbe des Rennwagens auch mit einer gelben Tischdecke. Sehr wunderbar. Wie immer alles wunderbar. Denselben Wein bitte wie immer zum Start. Natürlich, ja, und du siehst, wie er verschwindet. Ganz hektisch und alles so ein kleiner Aufruhr. Ja, es ist immer wieder ein Highlight. Man kennt es zwar schon, aber es ist irgendwie immer doch nur ein bisschen ein Highlight. Wo treibt sich denn der Rest rum? Ja, ich komme gerade ins Restaurant rein. Nutze das, dass da gerade die Aufregung ist. Und gehe einfach. Ich schwimme mit, sozusagen. Und wenn ich Elektra da sitzen sehe, komme ich auf sie zu. Elektra, mon cher! Oh. Es gibt drei Küsschen, wie sich das gehört. Natürlich. Und dann dieses einen Moment zu lang im Arm halten. So diesen Augenblick. Länger, als es sich unter normalen Freunden gehören würde. Und dann daneben setzen. Oh, ich sehe, du hast schon einen Wein. Die haben nicht einen besseren Wein, das weißt du. Haben sie dir den verkauft? Gerne. Na gut. Wir sind heute nicht alleine, ne? Wir kriegen noch Besuch. Oh! Mit wem können wir rechnen? Mit Harry. Habe ich dir schon mal von Harry erzählt? Von dieser Wüstenrallye, wo wir mitten in der Wüste liegen geblieben sind. Der dir den ganzen Wagen mit Pfeifenqualm zugestunken hat? Der Harry, genau der. Ah, Pfeifen-Harry. Pfeifen-Harry kommt heute auch zu Besuch. Ich würde sagen, in dem Moment fährt draußen ein überdimensionaler Land Rover vor. Bleibt im Parkverbot stehen, rammelt noch so eine Mülltonne an. Da werde ich wach. Ich habe auf dem Beifahrersitz gepennt. Okay, ich sag dann so, Schätze, wir müssen da. Ja, ich guck mal und sehe dann die ganzen Leute draußen machen so. Steigt dann aus. Ich mach die Tür auf, steige aus dem Bürgersteig, zieh mir dann so einen Trenchcoat in aller Ruhe über, setz die Schiebermütze auf, steck mir die Pfeife in den Mund. Dann warte ich, bis Eloise einmal ums Auto rumgegangen ist. Das dauert. Und dann sage ich zu den ganzen Paparazzi, sage ich, geht aus dem Weg, ja, Skyer, sonst hole ich meine Jacke leer. Entschuldigung, ja, wir sind hier wegen Elektra. Gehen Sie doch aus dem Weg. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Ritter der Könige von England, du Bauer.
Jetzt gehen wir mal aus dem Weg. Ja, du siehst die Leute ganz empört. Ein bisschen Angst haben sie allerdings doch, weil man ist nicht sicher, ob du das jetzt ernst meinst oder ob du das aus Spaß gesagt hast. Aber naja, du kannst dich so durchzwängen durch die Menge. Ja, sie machen nicht so wirklich Platz, aber sie stehen jetzt auch nicht so ganz im Weg. Ja, das eine oder andere Objektiv wird dir allerdings doch ins Gesicht gehalten, weil du machst so einen typischen nicht-französischen Eindruck. Und höchstwahrscheinlich wird der Land Rover auch irgendwie auf der Titelseite landen, wenn es denn nicht das Bild von Paul und Elektra geschafft hat. Denn diese etwas zu lange Umarmung, die wurde mit Kameraplitzen, mit ganz schlechten Aufnahmen. Ja, man sieht dann wahrscheinlich das Fenster und ganz hinten irgendwo zwei Köpfe, die nebeneinander sind, wo man alles Mögliche reininterpretieren kann. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass Elektras Gesicht zum Fenster ist und meins dahinter. Ja, man sieht die Locken und ein Teil von dir. Wunderbar. Und ich weiß nicht, ob Eloise mittlerweile verloren gegangen ist in der Menge. Nee, ich hänge hinten an seinem Trenchcoat. Ich halte mich da auch fest und mache dann immer, wenn irgendwie eine Kamera in meine Richtung schwenkt, gucke ich da und sage so, Entschuldigung? Gehe dann so damit durch und so kommen wir dann da rein. Ich hau ein paar britische Flüche aus dem Bloody Bastard. Wenn reingehen. Und dann mache ich die Tür auf und wenn ich mich so umgucke, ich schaue, ob ich Elektra sehe. Und wenn ja, marschiere ich direkt dorthin, wenn mich jetzt irgendein Kellner auffällt oder irgendein anderer Handlanger. Entschuldigung, Sie können hier nicht einfach durch. Wissen Sie, die Trinkhalle ist auf der anderen Straßenseite. Sie können hier nicht einfach rein. Wissen Sie, mit wem ich verabredet bin, mein junger Freund? Monsieur, das ist mir völlig egal. Wissen Sie nicht, wen wir heute zu Gast haben? Elektra, ja, mit dem Harry, mein Freund. Ich stehe auf, ich helfe ihm. Der kommt ja sonst hier nie durch. Und ich gucke den Kellner an. Was ist das denn? Dann drehe ich mich um und gehe zu ihr. Ich bleibe so ein bisschen verplant im Raum stehen. Ja. Also, zur Beschreibung, ich habe eine rote Lockenmähne, trage eine Schuluniform und die Haare sind auch ziemlich strubbelig. Irgendwie eine Socke ist runtergerutscht, ein Schuh ist auf. Und so stehe ich dann da ein bisschen verplant und stolper dann, als ich sehe, dass Harry losläuft, so ein bisschen hinterher. Ja, Eloise, du kannst gerade noch erkennen, wie der Kellner zur Seite genommen wird, ja, von seinem Chef wahrscheinlich, ja, und hier ordentlich zusammengestaucht wird. Du siehst du, wie er so fährt ab in die Küche mit dir, ja. Und er muss seine Schürze abgeben und marschiert in die Küche zum vermutlich Geschirrdienst, ja. Ich nutze die Gelegenheit für eine Lektion und drehe mich dann um und sage zu Eloise, oh. Ich sage dann, meine Liebe, siehst du, hier lernst du fürs Leben. Du darfst niemals mit Vorurteilen auf Leute begegnen. Du darfst niemals Leuten mit Vorurteilen begegnen, die du zum ersten Mal siehst. Sondern gehe ich auf Elektra zu und breite die Arme aus. Ja, während Paul drei Küsschen gekriegt hat, kriegt Harry einen Bierhack. Sehr gut. Mein Schnäuzer kitzelt. Und dann fällt mir wahrscheinlich, während ich so über seine Schulter gucke, Eloise auf. Genau. Ich sag dann, Elektra, darf ich dir vorstellen, das ist sozusagen so eine Art vorübergehendes Mündel oder so. Das ist Eloise. Vorübergehend? Harry, weiß ich irgendwas nicht von dir? Nee, das ist nicht meine. Guck dir die Haare an. Könnte auch Englisch sein, aber nee. Ja, ich wollte gerade sagen, deine sind grau, das ja. Nee, ist die Tochter von einer Freundin. Kannst du dir selber erzählen. Ja. Eloise, hi. Cool, Elektra. So, ich greife so in eine Tasche und frage so, kriege ich ein Autogramm? Und ich halte so einen Zettel hin. Klar, aber ich habe Fotos dabei. Ich hab Autogrammkarten bei. Cool. Dann setzen wir uns. Ich gucke trotzdem so ein bisschen zu Harry. So, echt jetzt? Teenagerin? Okay. Ich lehne mich zurück. Ich hatte praktisch keine Wahl. Ihre Mutter ist eine alte Freundin von mir und auch nein, nicht so eine Freundin. Und da hat sie aber was angesagt. Und bist du dir sicher, dass es nicht deine ist? Ich sehe hier Ähnlichkeiten. Beide genauso. Guck mal, kein Sekundenbruch allzu lang intensiv an. Nein, sagen wir dann gleichzeitig.
Na gut, wie ihr meint, wenn ihr euch da einig seid. Mein Papa ist Deutscher und Wissenschaftler. Nicht so geschlossen sozusagen. Ja. Okay. Keine Familie, ja. Perfekt. Ja, Harry, Paul, Harry und Eloise. Richtig? Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Paul, ich reiche die Hand über den Tisch. Mhm. Ja, ich stehe dann tatsächlich auch auf. Mhm. Ich nicht. Ja. Ja, ich stehe auch auf und halte dir so meine Hand hin. Mhm. Tatsächlich, wie sich das für einen Franzosen gebührt und wie das da auch völlig normal ist, auch mit Küsschen links, Küsschen rechts begrüßen. Das macht ja da jeder. Ja. Monsieur, ja, du siehst, also Harry sieht, dass da jemand angeschlichen kommt, ein anderer Kellner, ja. Ja. Der eine Flasche Champagner dabei hat, ja, so als Entschuldigung des Hauses sozusagen, ja. Möchten wir Ihnen die Flasche hier anbieten und wir können ja nicht ahnen, dass. Frau Elektra, wir können ja nicht ahnen, dass das Ihre Gäste sind. So, wir waren da nicht darauf vorbereitet, dass Sie heute ja, ich hätte Person es auch sind. Sagen sollen. Sehr, sehr leid, ja. Das wird nicht mehr vorkommen. Wir haben schon alle Konsequenzen. Spüldienst bis zum Ende der Ausbildung. Regen Sie sich nicht auf. Harry hält das aus. Nicht wahr, Harry? Ja, aber was ich nicht aushalte, das ist diese Prickelbrühe da. Ja, und bring dem Mann vielleicht lieber einen Whisky. Aber den Champagner behalten wir gerne am Tisch, danke. Okay. Single Malt, Schottisch bitte. Und eine Limo, glaube ich. Limo? Ja. Eine Limo für das Kind. Wir haben... Eloise, wie alt bist du? 16. Warum trinkt sie dann nicht Rotwein wie jedes andere französische Kind auch? Hört auf den Mann. Weil sie eine Limo trinkt. Eine Limo, bitte. Eine Limo. Also wir haben Traubenlimonade, Orangenlimonade, Rhabarberlimonade, Grapefruitlimonade, Traubenlimonade. Bringen Sie einfach einen Wein. Rotwein, Weißwein, Rosé. Traubensaft, okay. Schottischer Whisky, Traubensaft. Sie sieht nur, wie er so murmelt, so, okay, schottischer Whisky, wo kriegen wir den denn her? Ja. Was möchten die anderen? Herr, schaut in die Richtung von Paul. Einen vernünftigen Rotwein für mich. Haben Sie einen guten Bordeaux? Wir haben den besten Bordeaux der Stadt. Überraschen Sie mich. Ja, das werden wir. Und Frau Elektra, das Gleiche wie immer, ne? Ja. Perfekt. So, die sind wir. Ich nehme eine Flasche und zwei Gläser dazu. Okay. So, er sieht, wie er verschwindet in die Küche hinten rein. Und in dem Moment hört er erstmal so Merde und Klirr und Gläser, die kaputt gehen und alles. Du bist ja zu nichts zu gebrauchen. Ja, erst draußen versaust es uns, fast die beste Kundin. Und jetzt noch hier. So, was? Geh in den Hof kehren, ja. Also der arme Kellner, der Harry so angefahren hat, der ist jetzt irgendwo wahrscheinlich Hofkehren, ja. Das Putzdienst bis an Ende seiner Tage. Hast du gehört, Mon Ami? Du bist fast die beste Kundin. Und ja, ihr seht jetzt so die ganze Belegschaft ist gerade so ein bisschen in Aufruhr und ihr seht hier jemanden sich schnell seine Jacke schnappen und rausrennen vom Personal. Man hat offensichtlich keinen schottischen Whisky. Und man möchte jetzt nicht noch einen weiteren Fauxpas erledigen, ja, oder voranbringen, weshalb erstmal alles zu euch kommt. Ja, kommt eine Kellnerin, die bringt quasi die Limonade, Traubenlimonade, für das Kind, zwinkert dir so zu. Ja, und bringt die Gläser, bringt den sehr, sehr guten Bordeaux, ja, hält ihn hin. Ist das so angenehm, dieser Bordeaux? Und schenkt was ein zum Probieren. Ich probiere ihn. Das ist fast der beste Bordeaux der Stadt. Welcher Bordeaux ist denn der beste der Stadt? Dann werden wir den das nächste Mal aufnehmen. Wenn Sie ins Bordeaux Blanc gehen, dort haben Sie einen ganz besonderen Bordeaux. Perfekt. Dann werden wir den das nächste Mal besorgen. Ich schütte dann den Wein in die zwei Gläser und stelle Eloise eins hin.
Sie hat doch nun schon einen Traubensaft. Es ist jetzt genug. Geh denn schnell zu mir. Ja, was man hat, hat man. Ich bin ganz schnell, bevor irgendjemand noch was anderes sagen kann. Sehr gut. Ja. Und in der Zeit, ja, seht ihr jetzt auch, oder ihr hört es eher, ja, es kommt jemand an den Tisch, hat noch seine Jacke an, ja, so eine Bastmütze. Einmal schottischer Whisky, ganz. Hält die Flasche hin, hat auch gleich das Glas dabei, ja. Man nimmt an, du möchtest gleich die ganze Flasche haben. Ein Glas ist hier wahrscheinlich nicht genug. Ja, man möchte auf jeden Fall niemanden mehr verärgern, der hier an diesem Tisch sitzt. Und komplett geschwitzte arme Junge, ja, einmal durch die Stadt wahrscheinlich gerannt, um den Whisky zu besorgen. Und ja, was möchten Sie denn? Junger Mann, den Einsatz weiß ich sehr zu schätzen. Sie essen! Also er muss offensichtlich auch eure Essensbestellung aufnehmen. Möchten Sie denn schon, die Herrschaften und Damenschaften, schon was essen? Elektra, was sagst du? Ja, sicher, oder? Habt ihr Hunger mitgebracht? Du kennst sie nicht. Was können Sie denn heute empfehlen? Ja, wir haben wundervolle Ente mit bezaubernden Beilagen. Und wir haben eine Meeresplatte. Ganz frisch, ja, das ist heute reingekommen, ja. Du bist so mit Meeresfrüchten. Und haben Entschuldigung, ich muss es aufklären. Ach, der liebe Basti hat uns vorher gesagt, dass er richtig schlecht bei französischen Speisen ist. Und keine Ahnung, du bist so fies. Ich schiff mich da gerade ganz gut durch, würde ich sagen. Ich bin auch ganz hervorragend. Wenn du nicht angefangen hättest, wie irre zu kichern, hätte das keiner gemerkt. Ja. Basti, du machst das hervorragend. Also, aber ich nehme die Ente. Die Ente mit den Wunder... Wie war das? Die Ente mit dem wundervollen Gemüse. Mit dem wundervollen Weihnachten. Oh, das ist so wunderschön. Diese Ente hätte ich gern. Ich bin vor allem aufs Gemüse gespannt. Ja, das Gemüse ist wunderbar. Ja, das ist das, was man dazu sagen kann. Wunderbares Gemüse. Und jemand die Meeresplatte mit allen möglichen Meeresgetieren und Früchten? Greif zu, Kinder. Geht heute auf mich. Ja, ich bestell tatsächlich Muscheln zur Vorspeise, Kaninchen zur Hauptspeise und die Creme Brûlée zur Nachspeise. Kaninchen ist leider aus, wir haben nur noch den großen Klopfer. Also richtigen Hasen. Ah. Das ist ein Kellnerwitz. Offensichtlich ein Kellnerwitz. Okay, und Muscheln als Vorspeise. Noch jemand eine Vorspeise? Wir haben Muscheln. Und Baguette mit wundervoller, selbstgemachter Meersalzbutter. Ja. Und Entenpastete. Oh. Ich möchte die Käseplatte bitte. Der Abend ist jetzt schon gewinnt. Käseplatte haben wir auch, ja. Perfekt. Super mit Baguette vermutlich. Den überbackenen Camembert. Ja, ja. Ja. Haben wir mit Preiselbeeren. Sehr gut. Okay, und jemand Creme Brûlée irgendwie als Dessert? Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt schon das Dessert bestellen, dann nehme ich das auch. Ja, die möchten gar keine Fehler mehr machen. Ja, die sind bereit, alles so perfekt getimt rüberzubringen. Und entsprechend verschwindet derjenige jetzt. Ja, er ist gerade so ja, und wieder zurück in die Küche. Und man hört ganz großes Treiben. Ja, man ist das auch gewohnt. Also Elektra, du erkennst auch, es sitzen so wie immer eigentlich die gleichen Menschen, die gleichen Gäste dort. Also es hat sich irgendwie so zum Teil etabliert. Es schickt sich, ja, dass man mit Elektra in einem Restaurant sitzt nach einem Sieg. Und entsprechend sind insbesondere an den Renntagen auch die Tische schon reserviert. Ja, es gibt da Menschen, die reservieren die ganze Saison quasi vor, immer wenn Rennen in Frankreich ist, um die Möglichkeit haben, mit der Siegerin quasi im selben Restaurant zu sitzen. Ah, ich war mit Elektra quasi im Restaurant. So schmutzigen Taube, ist das nicht toll? Ja? Ich habe 5 Meter neben ihr gesessen. Ne? Das ist so das Ding. Und
ja, immer, ihr seht auch immer wieder, wie versucht wird, dass ein Paparazzi quasi irgendwie so undercover reinkommt und dann aber vorne abgeblockt wird. Ne? Also man ist doch schon sehr darauf die Diskretion bedacht, wenn auch der Service nicht immer der beste ist. Ach, ich liebe dieses Restaurant. Hier ist einfach immer was los. Und am besten ist der Winkel von diesem Platz zu diesem Fenster. Es ist einfach göttlich. Es ist immer etwas los, wenn du hier bist. Ah, okay. Ah. Nun, wenn ich es sehe, bin ich immer da. Also von daher ist hier immer was los. Ich mag es. Das pure Leben und das wundervolle Gemüse. Ich sag euch, ich freue mich drauf. Das wundervolle Gemüse mit den bezaubernden Beilagen. Was du jetzt immer wieder auch siehst natürlich von dem Platz, was die anderen gar nicht wissen, weil die sehen das von ihren Plätzen nicht. Du hast einen wunderschönen Blick auf Notre Dame. Mm. Ja, also man kann das so sehen und wenn dann gerade die Sonne irgendwie untergeht, ja, dann wunderschönes Bild, ja. Ja, ich gehe auch einmal laut und frage dann so, was sollen wir denn jetzt hier? Ja. Wollen wir essen? Tatsächlich, ja, genau. Wir bringen uns jetzt, wir erzählen uns jetzt Geschichten, Eloise. Aber vorher bekommst du dein Autogramm, wie versprochen. Ich kritzel hier auf meine Autogrammkarte für Eloise Elektra und schieb sie rüber. Danke. Ja, ich bewundere das wirklich und steck das dann ein. Dann hat sich das ja wenigstens gelohnt, dass ich mit. Wenn du willst, kannst du nachher eine Spritztour mit mir durch die Stadt machen in meinem Flitzer. Oh ja. Yeah. Cool. Wenn wir Glück haben, sind wir morgen auf dem Titel. Das hängt davon ab, wie lange die Paparazzi da draußen aushalten und wie lange wir hier drin essen. Vor meinem inneren Auge sehe ich so einen Verkehrsunfall, weißt du, wo die Paparazzi und die Tatortfotografen alles fotografieren und ihr beide drauf zu sehen seid. mit Vollstoff durch die Stadt gerast seid. Mega. Ich, stehe tatsächlich noch mal auf, entschuldigt mich kurz. Und ich gehe mal vorne zum Hauptkellner, zum Chef. Ich habe keine Ahnung, wie er wirklich heißt. Ja, in Frankreich ist es im Zweifelsfall immer der Maître. Ja, man nennt ihn auch den Hauptkellner. Das ist auf jeden Fall korrekt, ja, historisch korrekt. Der Hauptkellner ist so ein schlanker Drahtiger, ja, mit so einer schwarzen Pomadefrisur und so einem kleinen, spitzen, klischeehaften Schnauzbärtchen, der da steht, ja, ganz stolz. Also er ist so der stolzeste Gockel quasi in dem Stall und sehr darauf bedacht, dass er der Hauptkellner ist und sagt so, Frau Elektra, ja? Bisschen schmierig, ja, der Typ. Ja, bin ich gewöhnt. Schmierige Kerle habe ich ständig um mich rum. Hören Sie, haben Sie zufällig vielleicht eine Nachricht für mich? Eine Nachricht für mich? Hat jemand eine Nachricht hinterlegt? Ja, tatsächlich. Also kam vor dem Rennen, glaube ich, sogar rein irgendwie. Also heute, das haben wir total vergessen, ja. Ja. Heute läuft es ja bei euch. Hier ist aber auch was los. Lacroix, das Telegramm. Frau Elektra, ja, ist jetzt wie leider, wer es offensichtlich angenommen hat, ist der Junge, der draußen im Innenhof ist und geputzt, gefegt hat, ja, und Müll rausbringen musste, kommt jetzt angehetzt und hat da so ein Zettelchen in der Hand. Sein echter Gewinner. Und reicht das so. Es tut mir so leid, ich hab's voll vergessen. Oh Mann. Oh, bitte entlass mich nicht. Läuft bei dir, ne? Bitte entlass mich nicht. Echt ein Tag heute, war Junge. So, weißt du, gerade in der Ausbildung, du schiebst in einem Tag so wirklich die ja. Ist ja nichts passiert. Das Telegramm ist ja doch rechtzeitig zugestellt. Ich schnapp mir das Telegramm und gehe wieder zum Tisch. Und während ich hingehe, lese ich es. Ja. Weißt du, was da drauf steht? Weißt du es noch? Ja, aber ich dachte, ich habe das vorher bekommen, deswegen bin ich hier. Ja. Ja, das ist nicht das Restaurant. Also du hast ein Telegramm, du hast eine Nachricht bekommen. Mhm. Und zwar hast du eine Nachricht bekommen von Elena Georgios. Das ist eine Freundin von dir. Aus Griechenland. Elena. Ja, aus Griechenland. Junges Mädel, du erinnerst dich, super viel Energie ist. Und in den 20ern hat, glaube ich, mal angefangen, irgendwie Kunst zu studieren. Mal so eine On-Off-Beziehung, sie und ihr Studium, ja.
Und ja, sie hat dich darum gebeten, ja, und das ist O-Ton, ja. Liebe Elektra, ja, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Rennen, aber du musst unbedingt nach Griechenland kommen, ja. Ich muss dich treffen und bring bitte noch ein paar Freunde mit. Es ist sehr, 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 sehr wichtig. Und treff mich doch bitte am 17. Das ist in der Woche quasi. Treff mich doch bitte am 17. Reste Mai in dem Restaurant, 17. Mai im Restaurant Die Argonauten, ja, in Athen. Dann können wir über alles reden. Okay. Ja, liebe Grüße, Elena. Das ist sehr kryptisch. Passt das in meinen Zeitplan? Der Zeitplan, die Frage ist, der Zeitplan fragt sich immer, ob er zu dir passt, ja. Ah, okay. Na dann. Gut, komm an den Tisch zurück. Ja, du siehst, dass das Weinglas von Eloise wieder voll ist. Paul, wir haben draußen die Paparazzi stehen. Möchtest du, dass morgen an der Titelblatt nicht ich zu sehen sind, sondern eine betrunkene Teenagerin, die wir abgefüllt haben? Das ist eine gute Idee. Du glaubst ernsthaft, die französische Presse interessiert sich dafür, dass ein 16-jähriges Mädchen ein bisschen zu viel Rotwein getrunken hat? Dann haben sie nichts anderes mehr zu tun. Die laufen durch die Stadt und fotografieren 16-jährige Mädchen, die zu viel Rotwein bekommen haben. Ja, und dann hast du 20 Seiten in der Zeitung viele, viele kleine Bilder von französischen Mädchen, die zu viel Rotwein getrunken haben. Paul, mein Lieber, das größere Problem ist, du kennst ihre Mutter. Ich rutsche weiter in den Sitz und trinke ganz schnell den Rotwein vom Also ich wüsste nicht, dass ich ihre Mutter kenne. Völlig ausgeschlossen ist es nicht, aber damit will ich sagen, ihre Mutter ist ziemlich furchtbar. Es ist aber wirklich nicht ausgeschlossen, dass er sie kennt. Ja, stimmt. Aber trotzdem hörst du nach dem Glas auf, hörst du, Schätzchen? Ja. Außerdem, du möchtest doch nicht in Elektras wunderschönen Wagen, ne? Du weißt schon. Mon Dieu, nein, um Gottes Willen, das mache ich nicht. Nein, nein. Ja, wir warten erstmal aufs Essen. Und während wir dann so essen, sagt mal, habt ihr nächste Woche was vor? Ich habe Ferien. Ich habe Zeit. Tut mir leid, Eloise, ich habe nicht dich gefragt, sondern tatsächlich Paul und Harry. Wenn du fragst, Mon Cher, habe ich immer Zeit für dich. Ich weiß sowieso nicht, was ich mit meiner Zeit anstellen soll. Ich bin dann nur nach Paris gekommen, weil du hier bist. Das hatte ich einfach nichts zu tun. Wenn du hier auch nicht bist, dann ist das ja irgendwie witzlos. Wie wäre es denn, wenn wir einen Ausflug machen nach Athen? Ich war noch nie in Athen, warum nicht? Es ist sehr schön. Was haben wir denn für eine Jahreszeit? Es ist Mai. Es ist genauer gesagt der 10. Mai. Wunderbar. 1965. Deiner Mutter sagst du nichts, aber wenn sie fragt, sagst du die Wahrheit. Über den Wein oder die Reise nach Athen? Tatsächlich hat eine alte Freundin mich mehr oder weniger eingeladen und wundert mich ein bisschen. Sie fragte, ob ich Freunde mitbringen kann. Und was mich noch mehr wundert, ist, normalerweise schreibt sie immer sehr lang, aber diesmal war es nur ein Telegramm. Ich bin ein bisschen beunruhigt, dass vielleicht etwas nicht stimmt und fände es schön, wenn ihr mich begleiten würdet. Oh, dann steht ein Abenteurer. Das ist immer gut. Mir ist sowieso im Moment langweilig. Nichts ist langweiliger als das Leben ohne Action. Ich habe. Ich muss sowieso einen Aufsatz schreiben. Über eine europäische Hauptstadt. Großstadt ist egal. Ich muss. Ja, dann kannst du dir ja aussuchen, ob du Paris oder Athen nimmst. Das ist ja ausgezeichnet. Komm mit. Gut, ich würde mich. Verzeih, was ist nochmal Ihr Spezialgebiet? Kommen Sie mir bekannt vor? Oh, ich glaube nicht. Das würde mich sehr wundern. Ich habe Frankreich selten verlassen. Ja, Paul, was machst du denn so beruflich? Oh, Moment. Momentan arbeite ich als Schmuck- und Kunstgutachter. Oh.
Ja, da kommen sie sicherlich auch viel rum. Man sieht die schönsten Häuser Frankreichs, denn die Bilder hängen meist in den schönsten Häusern, bei den schönsten Menschen. Insofern, ja, ich sehe so einiges. Aber ich mache dies und das und genieße mein Leben. Und genießen kann er gut. Mhm. Aber das tust du auch, Harry. Also von daher, ihr passt gut zueinander. Ihr werdet euch schon anfreunden. Da bin ich mal gespannt. Bin mir sicher. Also während ihr euch unterhaltet, kommt jetzt so eine ganze Belegschaft, ja, wie so Ameisen an und decken den Tisch. Vorspeisen, wer bestellt hat, die Getränke werden aufgefüllt, ja. Und sie sind auch so schnell, wie sie gekommen sind, sind sie wieder weg. Jetzt haben sie einen Lauf. Man hat sich gedacht, okay, für Elektra machen wir alles ordentlich, aber wegen diesem englischen Gentleman, ja, verschwinden wir sofort wieder. Schnell kommen, schnell gehen. Ich frage mich, wie lange es braucht, bis sie merken, dass es das Restaurant, das ich Ihnen genannt habe, wo es den besten Rotwein der Stadt gibt, gar nicht gibt. Ich glaube sowieso nicht, dass sie vorhatten, sich dort blicken zu lassen. Das war ein bisschen unhöflich, Paul, ne? Auf die Konkurrenz zu verweisen. Es gibt dieses Restaurant gar nicht. In dem Moment, wo du das sagst, siehst du nur, wie der Hauptkellner quasi dem anderen, der schon den Wein, den Whisky holen musste, so auf die Schulter klopft, ein paar Worte zuspricht und ihn rauslässt und er unterwegs ist. Ja. Das Restaurant suchen, ganz hervorragend. Das Restaurant suchen, genau. Und du siehst, ihr könnt quasi raussehen, ne, ihr seht ja bei den Paparazzi, es hat sich auch ein bisschen gelüftet, ja, weil es ist zwar Mai, aber man hat doch nicht Lust, die ganze Nacht irgendwie, den ganzen Abend da rumzustehen und in der Hoffnung, ein gutes Bild zu kriegen. Und ihr seht, wie er einmal schnell nach rechts läuft und ein paar Sekunden später so in die andere Richtung wieder vorbeiläuft. Ja? Ich schmunzel. Dann hole ich eine Goloise aus der Tasche und zünde sie mir genüsslich an. Also ich mache mich erstmal über das Essen her. Ja, das sind die 60er, da raucht man auch zum Essen. Ja. Das war schick. Das, ja. Ja. Gut, ja, dann freue ich mich. Ich würde mich um die um alles rund um die Reise auch kümmern. Harry, wo bist du mit Eloise denn abgestiegen? Wo seid ihr untergekommen? In Hotel Mirage. Ist das zufällig da, wo ich auch abgestiegen bin? Herr Einsatzleiter? Ja, was ein Zufall, aber du bist exakt in der Suite, ja, dort abgestiegen. Paul hat seine Sachen übrigens auch schon dort, ja, auch wenn er noch nicht mit dir da war heute. What? So unverschämt ist er. Kleiner Stalker. Ja, das Essen ist vorzüglich, ja, insbesondere das wundervolle Gemüse und die zauberhaften Beilagen. Ja, es ist wie immer ein Gaumenschmaus. Also, du freust dich jedes Mal darauf, du hast das jetzt natürlich schon so oft irgendwie deinen Sieg hier gefeiert, aber es ist immer wieder fantastisch, immer wieder wunderbar. Und es gibt tatsächlich jetzt, kommen sie mit den Tabletts und bringen nochmal eine Runde Creme Brûlée aufs Haus. Ja. Mm. Ganz frisch gemacht. Ist auch noch warm. Weiß jetzt nicht, ob das Eloise als Teenager besonders gern hat. Ja, so ein bisschen Süßkram. Aber das bringt ja das Hirn in Fahrt. Und der Hauptkellner kommt zu euch und sagt, Frau Elektra, wollen Sie ein Taxi zum Hotel? Oder sollen wir... Ja. Nein, ich fahre selber. Okay. Ja, man hat die Paparazzis mittlerweile auch vertrieben. Also die letzten, die da waren, der Junge mit seinem Besen aus dem Innenhof, der wurde jetzt einmal ausgeschickt und ihr seht einfach nur, wie er weg. Die letzten Paparazzis vom Bordstein fegt quasi, ja. Und es ist alles quasi für den Aufbruch bereit. Darf ich mitfahren, Elektra? Ja, das habe ich ja versprochen. Dann bist du Loser. Ich für dir. Bist dann du Loser, ist auch schön.
Jungen von heute. Ich schiebe unter den Tisch, merkt Paul, wie so die Hand von Elektra kommt und so einen Schlüssel ihm zuschiebt. Gut, dann lass uns fahren. Juppie, ich sehe wesentlich lebendiger aus als während des ganzen Essens, wo ich dann kein Wort noch gesagt habe und ja, hüpf dir hinterher. Gut. Ja, ich stehe auf und ich nehme die Whiskyflasche mit. Natürlich. Ist ja bezahlt. Was hast du denn eigentlich für einen Wagen, Elektra? Was ist das für ein wundervolles Gerät? Ja, es ist tatsächlich ein Rallye-Wagen in Knallgelb. Mit noch Rallye-Streifen in Weiß und Blau und Rot, so einmal über die Nase drüber. Überrollbügel. Ist halt nur ein Zweisitzer. Das passen halt leider nicht alle rein, aber. Ich meine, ich könnte mir auch Tolleres und Schickeres, aber es passt zum Gesamtbild. Ne? Es muss ja stimmig sein. Alles ist stimmig. Mal schauen, wollen Sie bei mir mitfahren? Ich habe meinen eigenen Wagen. Ja, und so passen wir schön angeschäkert durch Paris. Und damit das Kind sich nicht langweilt, gebe ich auch extra Gas an jeder Ampel. Sehr gut, ich jubel auch und finde das mega. Also es ist ja die Abendstunde, ja, für Paris unüblich, es ist wenig Verkehr. Du kommst da sehr gut durch und selbst wenn da Verkehr wäre, ja, einmal ja, links, rechts, ja, vorbei. Du hast auch so die ein oder andere Kreuzung passiert, viel zu schnell natürlich. Und hast auch Polizei gesehen, ja, es stand auch das ein oder andere Polizeiauto. Was dann nur so. Was für eine Farbe? Gelb. Ah, okay. Ja. Also man scheint das zu tolerieren. Ja. Man ist das schon gewohnt am Abend nach dem Rennen. Es gehört dazu. Was auch dazu gehört, und du dachtest eigentlich, bist sie losgeworden, aber du siehst auf Rollern, ja, den ein, zwei Paparazzis hinter dir, der Sozius quasi die ganze Zeit irgendwie so. Versucht da irgendwie einen guten Schnappschuss zu bekommen, aber keine Chance, weil es ist einfach, du bist einfach Elektra, ja. Die kommen, also das Einzige, was sie sehen, ist so das Auspuffgas, ja, was sie irgendwie auf die Titelseite kriegen können. Aber keine Chance, ja. Und jetzt ist die Frage an euch, wie ihr denn gerne nach Athen reisen wollen würdet. Also um die Frage aus dem Chat zu beantworten, mein Charakter fährt einen relativ einfachen Citroën C4. Also die mit diesen Kurven, mit dem Kurvenlicht, das erste Kurvenlicht der Welt, in Schwarz. Hat der Beulen? Ich habe irgendwie so ein typisches Beulenauto. Es ist ein Auto in Paris. Natürlich hat es Beulen, weil alle Autos in Paris Beulen haben. In Paris parkt man. Man sollte in Paris nicht die Handbremse anziehen, wenn man parkt, damit man langsam weggeschoben werden kann, wenn er hinter einem. Also natürlich hat es Beulen und Kratzer und Brandlöcher im Sitz von den Gaulois. Ist der eigentlich auch wirklich ein Tier? Frage für einen Freund. Jetzt, ja. Also. Okay. Also ich sehe ihn so. Also ich empfinde ihn als meins. Du gefällst mir, ich behalte dich. Und der vorgehörte, ist es viel zu peinlich, um zu sagen, dass ich ihn jetzt habe. Weil dann müsste sie ja ihrem Mann erzählen, warum ich mit ihrem C4 durch die Gegend fahre. Das ist ja auch doof. Also ist er meins. Perfekt. Alright. Ja, Eloise hat versichtlich Spaß, nehme ich an. Ja, ich jubel und jole. Ich finde das mega gut. Das Highlight der Ferien quasi. Möchtet ihr in Paris noch was machen? Habt ihr noch irgendwas vor? Nö. Nicht unbedingt. Nö. Habt ihr eure Reisepässe? Paul ja, könnte natürlich. Vielleicht zumindest uns mal irgendwie ein bisschen rumführen durch Paris. Ich meine, Harry ist ja auch nicht so oft in Paris. Und, das mache ich. Wir verbringen noch eine angenehme Woche. Ich nehme an, deine Mutter ist ohnehin an der Côte d'Azur und hat uns den Schlüssel gegeben, deswegen kriegt sie es auch nicht mit, wenn wir zu dir nach Hause fahren und deinen Reisepass holen. Ja. Klamotten packen und also ich würde vielleicht die letzten Tage es mir noch richtig gut gehen lassen. So ein Hotel und. Dann führe ich euch in die große Markthalle von Paris
in der einfach ein Essensstand neben dem anderen ist. Also ja, man kann da auch Zutaten einkaufen, aber im Prinzip ist die Markthalle von Paris eine riesengroße Schlemmermeile mit gutem Essen, guten Getränken und zu viel von allem. Was nehmen wir? Ich stöhne und maule immer so ein bisschen, wenn wir viel laufen müssen. Eloise, gerade, Brust raus, gerade ausgucken, immer lächeln. Du solltest deine Haare mal kämmen. Ja. Was noch? Erinnerst du dich noch an die eine Weichflöte damals auf der Rallye Paris-Dakar? Ich sag dir. Der stand auch immer so. Ja. Kam Sandsturm, weg war er. Mit einer ordentlichen Haltung wäre ihm das nicht passiert. So sieht's aus. Stehen wie ein Fels muss man. Und als Frau, zeig, was du hast, Kind. Zeig, was du hast. Aber nicht, wenn deine Mutter... Hä? Ich verstehe nicht, wovon ihr redet. Ich gucke so. Ich sag dann auch Französisch zu dir, mach dir keinen Kopf, schon alles in Ordnung. Lass die mal quatschen. Ja, danke. Eloise, was hältst du davon? Bevor wir nach Athen fahren, wollen wir zwei so einen Mädels-Spa-Tag mit Maniküre und vielleicht einen Friseurbesuch machen? Das ist doch eine hervorragende Idee. Ich buche das für uns. Herr Einsatzleiter, die Mädels gehen noch zur Maniküre und zum Friseur. Aus Eloise wird eine Schönheit gezaubert. Immerhin ist sie mit mir auf den Titelbildern. Das ist mit so einer Föhnfrisur, denn so die Haare so glatt gekämmt. Das erste Windböe kommt. Genau. Und nur leicht feuchte Luft. Leicht feuchte Luft. Was? Okay, also es gibt der Concierge, wie heißt denn das Hotel nochmal? Harry hat sich das gemerkt. Mirage. Das Mirage, ja. Und auch nicht das in Las Vegas, sondern das in Paris. Sondern das Hotel. Das ist auch war sicherlich noch kein Opfer von Paul, der Tresor dort. Und sie haben es nie beweisen können. Natürlich gibt es dort alle möglichen Connections. Ja? Man bietet euch auf der einen Seite natürlich den hauseigenen Friseur an und den Spa-Bereich, hat aber die Befürchtung, dass das nicht gut genug für dich ist, Elektra. Ja? Weshalb man dir zwei Adressen aufschreibt auf ein kleines Zettelchen. Liebe Eloise, du bist gerade ein bisschen aus dem Fokus. Ja, dein Fokus möchte nicht. Jetzt. Ha! Willkommen zurück. Und so sieht man aus, wenn man einen Spartag hinter sich hat. Perfekt. Und das kann man machen. Er kann auch direkt was buchen, ja, für morgen. Also er kennt dann natürlich alle Adressen, auch wenn der Laden schon zu hat. Und du siehst, wie er sich das Drehscheibentelefon schnappt. Verbindung. Ja, zack, 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 schnattert da irgendwas. Auf Französisch viel, viel zu schnell, ja, dass du als ob du es noch verstehen könntest. Und schaut dich an und nickt einfach nur. Ja, erledigt. Morgen 11 Uhr. Ich wollt ihr Trinkgeld rüber. Perfekt. Sehr freundlich. Perfekt. Wenn ich das mitbekomme, 11 Uhr noch vor dem Frühstück. Du kannst liegen bleiben, Paul. Du kannst dir dein Frühstück aufs Zimmer kommen lassen, wenn du möchtest. Irgendwo ist immer 11 Uhr für Frühstück, ja. Ja. Ich bin früh auf und mach einen Spaziergang zum Sightseeing. Ich marschiere die Seine-Promenade runter. Mm, ja, sehr schön. Du hast eine wundervolle Aussicht. Ja, es ist ein Wochentag, es ist der Donnerstag, Donnerstagmorgen. Um die Uhrzeit herrscht reges Treiben in der Stadt. Denn du hast quasi den Punkt erwischt, wo die Bewohner von Paris und die Bewohnerinnen zur Arbeit gehen. Ja? Und das macht man klassisch entweder zu Fuß oder auf den voll überfüllten Straßen mit dem Auto oder mit dem Bus. Mhm. Ja, und es gibt auch noch die ein oder andere U-Bahn-Linie, die wird in aber Paris nicht so gerne genommen. Die ein oder andere?
Die kleine Pariser Metro. In meiner 60er-Jahre-Timeline gibt es die ein oder andere Metro, genau. Es ist historisch korrekt, ja. Ja. Man nimmt aber lieber den Bus. Also wirkliche Liebhaber der Stadt nehmen den Bus oder laufen, um einfach diese Eindrücke zu bekommen. Du kannst Notre Dame sehen, du kannst auch alle möglichen anderen Sehenswürdigkeiten sehen. Und du bist eigentlich so ein kleines Kontrastbild, ja. Leute drängen sich an dir vorbei, schnell auf die Arbeit. Du siehst, wie so Gemüsestände an der Seite aufmachen, ja, und jeder sich da irgendwie herrichtet, aber du bist offensichtlich die Ruhe selbst mit deiner Vanillepfeife. Ja, ich habe eine Hand in der Manteltasche und dann schmauche ich dann die Pfeife, während ich gemütlich irgendwie wie so ein Anachronismus da durch die Stadt laufe mit meinem dicken Schnauzer und der Schiebermütze. Und erlebe mein bestes Leben, soweit es noch. Du kriegst auch eine tolle Sache mit, also eine noch tollere Sache als die schöne Aussicht. Du läufst am Kiosk vorbei und siehst dort die Ausgabe des Pariser Boten. Und hast zwei Bilder auf der Titelseite, ja, groß. Sieht man natürlich Elektra, ja, und den Sieg. Sie holt schon wieder den nächsten Sieg, ja. Elektra im Siegesrausch. Und unten drunter seht ihr nur, ja, Verlotterung des Straßenverkehrs und es gibt so ein Bild, ja, wie dein Land Rover irgendwie so im Halteverbot steht und Mülltonnen rumliegen, ja, und man sieht nur so einen Schnauzer daneben, ja. Also man hat dich offensichtlich versucht zu fotografieren, wie du so den Paparazzi so weggedrückt hast, ja. Der Schnauzer ist so auf dem Bild. Ja, Aufschrei gegen die Touristen, ja. Die Engländer werden immer dreister in den Straßen von Paris. Wann hat das ein Ende, ja? Da gehe ich zum Kioskverkäufer und sage, oh, davon hätte ich gerne eine Ausgabe. Gucken Sie mal, das bin ich. Da stelle ich mich genauso hin wie auf dem Bild. Gucken Sie, das bin ich. Du siehst nur, wie er murmelt, Engländer mit schlechten Manieren hat unseren Reportern gedroht und bitte schön, geht aufs Haus, ja? nehmen Sie ruhig, ja. Das Geld dahin und dann siehst du, wie er zu seinem Kollegen guckt und nur so macht so. Die Zeit, wenn die Damen im Spa sind und der alte Engländer spazieren geht. Die nutze ich dann doch auch mal rauszugehen, so die Touristenmeile entlang, wo es gerade so unglaublich voll ist und so viele Touristen so sehr schwer tragen müssen. Mm. Und es ist ja auch sehr schlecht für den Rücken. Mm. Also ich möchte ihnen gerne helfen, indem ich tatsächlich ein bisschen meine Reisekasse. Dann habe ich eine wunderbare Gelegenheit für dich. Und ich würde damit vielleicht gerne einfach mal die einfache Probe erklären, wenn das für euch okay ist. Ja, ganz hervorragend. Denn du bist ja sehr aufmerksam, ja, als Schätzer, als Kunst, ja, Historiker kann man ja schon fast sagen, ja, und Gutachter. Ihr habt ja zwei zehnseitige Würfel. Und einer davon ist die Zehnerstelle. Ich habe auch die Fähigkeit 6, das ist 7. Ja, und einer davon, ich weiß nicht gerade nicht mehr aus dem Kopf, was die macht, aber ja, die hast du. Und und die Einerstellen. Und es gibt Proben, aber die sind super einfach. Ja, wir suchen dir nämlich jetzt die passende hilfsbedürftige Person aus. Ja? Und würfel doch mal bitte. Fingerfertigkeit. Und schau. Ja, oder hast du Aufmerksamkeit? Ich habe Aufmerksamkeit. Dann mach doch mal auf Aufmerksamkeit, weil wir müssen ja erstmal jemanden suchen, der Hilfe braucht. Hilft mir da der sechste Sinn? Der sechste Sinn, der hilft dir bestimmt, wenn ich gerade, ich weiß gerade aus dem Kopf wirklich nicht mehr, was er macht. Ich schaue mal schnell nach. Warte, was steht da denn? Paul, wo ist Paul? Ich habe dich natürlich ich gleich hier vorne. Paul, sechste. Ja, du kannst bei Nachforschung, er hilft dir eigentlich jetzt nicht. Also der sagt eigentlich nur, dass du kostengünstiger flippen kannst auf bei Nachforschung. Alles klar. Aber würfel doch einfach mal und sag mir, also du musst auf die 45 oder darunter kommen. Ich habe eine 43 gewürfelt. Du hast eine 3, das ist ja hervorragend, wunderbar. Ja, und dein geschultes Auge, das sagt dir so,
Also einmal gibt es hier gerade ein älteres Ehepaar, die sehen sehr, sehr verwirrt aus und schieben so ihre Koffer. Du siehst ihn einfach nur mit einer Karte, wie er sie so hält und sagt, okay, weiß gerade nicht, er dreht sie. Die haben nicht nur das Problem des schweren Gepäcks, sondern die sind auch ein bisschen orientierungslos. Ja? Die würden sich über einen hilfsbereiten Franzosen sicherlich sehr freuen. Haben die denn noch so klassisch so hinten die Hosentasche sehr ausgebeult, wo sie das Portemonnaie drin haben und so? Es hängt quasi zur Hälfte raus. Ja? Ah, also, das ist sehr gefährlich. Du kannst das nicht mit ansehen eigentlich. Ja, sehr die, gefährlich. Wenn da jemand Falsches das mitbekommt, ja, man ja. weiß ja gar nicht, was da passiert. Ja? Das ist, also, wenn das jemand sieht, ich meine, fällt die Geldbörse in den Dreck. Das kann ja nicht sein. Und das andere? Und das andere, was du siehst, ist, das scheinen Provinzler zu sein, also keine europäischen Touristen, sondern eben Franzosen aus der Bretagne, die jetzt gerade irgendwie in Paris sind, wahrscheinlich die Familie besuchen. Und du siehst nur, wie da gerade, ja, also so ein Mann mit einem Trenchcoat quasi, der ist auch ein bisschen ausgebeult, ja, also was auch immer er mit sich rumträgt. Und du siehst einfach nur mit zwei Koffern so, wie er da unterm Arm, ja, vollgepackt, die zerbersten quasi, hängen auch irgendwie so Kleidungsstücke raus, wie man das so kennt. Das volle Portemonnaie neu ankommender Touristen ist mir lieber. Ja, okay. Ich nehme das ältere Ehepaar. Ja, das. Weil sie kommen gerade frisch in die Stadt, das heißt, sie bringen Geld mit. Ja, und wie es der Zufall so will, es scheinen Engländer zu sein. Oh! Ja. So. Salut, die Herrschaften. Kann ich Ihnen behilflich sein? Suchen Sie etwas? Du sprichst Französisch oder Englisch? Ich spreche Englisch mit denen. Deswegen der Akzent. Wenn ich Französisch sprechen würde, müsste ich den Akzent ja nicht. Okay. Das macht Sinn, ja. Das macht Sinn. Ah, so nett. Ja, vielen Dank. Also, wir suchen das Mirage. Das ist unser Hotel. Wir können es einfach nicht finden. Und das ist alles so, also London ist so viel übersichtlicher. Ja? Aber man muss schon ein bisschen hier Underground. Paris aus. Man muss sich schon ein bisschen in Paris aus. Ich komme näher, nehme halt die Karte und halte die auch so ein bisschen in den Weg. Also dadurch sehen sie eigentlich nur die Karte. Ich fummel mit der Karte bei denen vorm Gesicht rum und erkläre ihnen tatsächlich den echten Weg zum Mirage. Mhm. Dabei verliert er aus Versehen sein Portemonnaie. Ja, er nickt immer so, ja, und die Frau, ich hab's dir doch gesagt, ja, da müssen wir lang. Ja, das war doch so klar da, ja. Und er ist jetzt gerade in der Diskussion mit seiner Ehefrau, ja. Die übrigens voll behangen hier mit einer dicken Kette ist, ja, das hast du vorher gar nicht gesehen, weil du hast nur man darf es nicht übertreiben. Und was soll man sagen? Irgendwie, also du kannst dir das selbst nicht erklären, ne? Das Portemonnaie ist da rausgefallen. Also ich weiß auch nicht, wie das passiert. Und direkt in meine Tasche, ne? Direkt, es ist direkt in deine Tasche gefallen, ja, in deine Manteltasche. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Auf jeden Fall, die sind super, super happy und laufen quasi in Richtung Hotel. Ja. Ich frage sie noch, ob ich ihnen den Weg zeigen soll, weil ich ja auch im Mirage unterkomme. Danke, danke. Nein, das ist so, also wirklich, also wir sind ja so. Ich zeige ihnen sehr gerne den Weg. Das ist überhaupt kein Problem. Das zeige ich ihnen. Gut, ja. Ja. Eine kleine Frage, du hattest eben gerade angedeutet, du wolltest erklären, wie die Probe funktioniert. Habe ich das nicht gemacht? Nee. Ja, du hast einfach gesagt, ich soll gegen 45 würfeln. Also im Endeffekt ist es so, es gibt eine Zehner und eine Einer, also ein Würfel, der die Zehnerstellen macht, die Zehner und einer, der die Einser würfelt. Und es ist bei den Fähigkeitenproben so, also klassisch 400 im Prinzip, dass wir oder dass ihr auf den Wert oder unter den Wert würfeln müsst. Das heißt, bei einer Aufmerksamkeit von 45, alles, was 45 oder darunter ist, ist erstmal bestanden. So, jetzt gibt es noch W-Prozent gegen Skill. Dead Operator schreibt das so schön gerade rein. Es gibt da noch ein paar Besonderheiten, ja, wenn ihr einen Pasch würfelt, egal ob bestanden oder nicht bestanden, dann teilt ihr mir das bitte mit. Ja, das ist ein gutes oder schlechtes Karma. Das hilft euch dann oder eben nicht. Und es gibt noch die Möglichkeit, Proben zu flippen. Ja, das ist ein bisschen advanced jetzt. Ihr habt ja Storypunkte. Jeder von euch hat 4 Storypunkte. Mhm. Die könnt ihr entweder benutzen, um storytechnisch irgendwas zu wollen, ja, zu verlangen oder
Ihr könnt die aber auch benutzen, um Proben zu ändern. Ja, das bedeutet in dem Fall, wenn du jetzt zum Beispiel eine 83 gewürfelt hättest, ja, was ja eigentlich nicht bestanden wäre, dann kannst du sagen, du gibst einen Storypunkt aus und flippst. Und dann drehst du quasi und machst eine 38 draus. Korrekt. Ja. Das könnt ihr grundsätzlich immer machen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt aber auch, und jetzt wird es richtig lustig, ja, okay. Jetzt, Deep Impact hat recht. Genau, wir gehen jetzt mal davon aus, es sind zwei, richtig, es sind zwei Storypunkte. Wenn ihr Fähigkeiten habt, jetzt bei dir zum Beispiel der sechste Sinn, dann wäre das bei Nachforschung, würde das nur ein Storypunkt kosten. Ihr könnt aber auch zum Beispiel sagen, dass ihr den Erfolg nicht anerkennt, ja, oder absichtlich einen Misserfolg haben wollt, weil das irgendwie storytechnisch wunderbar reinpasst, dann könnt ihr so auch Storypunkte verdienen. Ja. So, das ist das eine, das Flippen. Und jetzt erkläre ich einfach nochmal schnell, was Pips sind, weil das vorhin im Chat auch gefallen ist. Es gibt positive und negative Modifikatoren, das kennt ihr aus anderen Spielen auch. Wir nennen die in Troubleshooters Pips. Und da ist die eine Stelle wichtig. Ja? Wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei Pips auf eine Probe von mir bekommt und du würfelst eine 82 bei deiner Aufmerksamkeitsprobe, wo du eigentlich eine 45 bräuchtest, dann ist die auch bestanden, weil durch den 2-Pip würde alles, was auf der einen Stelle eine 1 oder eine 2 ist, als automatisch als bestandene Probe gelten. Genauso ist es aber auch bei negativen Modifikatoren, wenn ihr irgendwie minus 3 Pips bekommt, weil irgendwas besonders schwer ist und ihr würdet die Probe bestehen, ja, weil du jetzt eine 43 würfelst, wie du es getan hast, dann wäre das aber durch diese minus 3, alles, was bei einer Stelle 1 bis 3 ist, wäre ein Misserfolg. Mhm. Genau. Und noch eine andere Besonderheit, wenn ihr halt eine 100 würfelt, also die Doppel-Null, ja, dann gilt es als 10. Mhm. Falls es mal vorkommen sollte. Ja, aber das klären wir dann, wenn es soweit ist. Ja, das müssen wir jetzt nicht so krass ausmachen. Alles klar. Cool. Genau. Auf dem Weg zum Hotel möchte ich noch darauf achten, wenn ich denen die Stadt zeige und so weiter. Ich versuche, den so zu navigieren, dass der Mann von dem Paar das ein oder andere Mal von jemandem an der Straße angerempelt werden muss. Weil es sind Franzosen. Also die rempeln sich auch schon mal an, nicht nur mit dem Auto. Das heißt, ich achte darauf, dass ab und zu jemand ihn so ein bisschen anrempelt und schimpft dann auch, wenn jemand ihn anrempelt. Ja, es ist also manche Pariser sind, aber ich sitze so voll in der Stadt. Also es ist, sie sind der erste nette Pariser, den wir treffen. Ja, so höflich. Und er kriegt überhaupt nicht mit, dass bei jedem Rempler irgendwie sein Gepäck leichter wird. Ja, oder seine Tasche. Ja. Also beim ersten Rempler, du kannst dir das auch nicht erklären, da fällt plötzlich eine Uhr in deine Hand. Ja. Das ist ganz unglaublich. Also wunderschönes Modell. Ja, also eine kleine Cartier, also sehr, sehr schön. Ja. Ist jetzt leider keine Frauenuhr. Für die wüsstest du direkt, was du machen könntest. Ja, Elektra würde sich bestimmt drüber freuen. Aber hey, du hast jetzt eine Uhr am Handgelenk, ja. Beim nächsten Rempler irgendwie weiß auch nicht, so dieser Seidenschal, den er anhatte. Ja, keine Ahnung, wie das passiert ist. Boah, der ist aber sehr auffällig. Den stecke ich nur in die Tasche. Also der verschwindet wirklich. Genau. Ja, und so irgendwie hilfst du den armen, ja, Touristen, ja, quasi zum Hotel zu kommen und lieferst die vorne beim am Empfang quasi, aber an der Reception. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Aufenthalt in Paris und wenn Sie noch etwas brauchen, ich bin selber noch 2-3 Tage hier in der Stadt. Wenn Sie etwas brauchen, fragen Sie mich, ich bin hier im Hotel. Ja, es ist sehr, sehr freundlich. Vielen, vielen Dank. Ja, und sie freut sich total. Ja, endlich sind wir im Mirage. Wow. Ja, ja, und ich gebe sogar dem Kofferträger als Zeichen, ne, Gastfreundschaft, bestehe ich darauf, dass ich das Trinkgeld für den Kofferträger bezahle. Ja, aus deinem neuen Geldbeutel wahrscheinlich, gell? Ja, aber aus meiner Tasche. Noch nicht aus dem neuen Geldbeutel. So dumm bin ich nicht. Nein, ich nehme ein bisschen Geld aus der Tasche. Ich habe auch selber was. Aber ich bestehe natürlich darauf, so ein bisschen als Wiedergutmachung dafür, dass die Einwohner von Paris ihn so oft im Weg standen. Und das kann ich auf meiner Stadt nicht sitzen lassen. Ja, ja, sehr, sehr, sehr nett. Ja, ja, in der Zwischenzeit, während Harry quasi die Stadt genießt, du auch irgendwie die Stadt genießt, genießen Eloise und Elektra auch irgendwie die Stadt, aber auf eine ganz andere Art, ohne sich bewegen zu müssen.
ganz, ganz klassisch, ja, ihr mit einem grünen Gesicht und Gurkenscheiben auf den Augen, liegt ihr da, ja, und lasst es euch einfach gut gehen. Man ist sich allerdings nicht sicher, also Elektra genießt es offensichtlich, ja. Bei Eloise ist man sich nicht so ganz sicher, ja, da wird ein bisschen getuschelt. Und man hat große Probleme, deine Haare zu bändigen. Ja. Ja. Aber das wird ja wohl, also bitte, wir sind hier in einem Top-Laden, die werden ja wohl dem Kind eine anständige Frisur machen können. Wo sind wir denn hier? Also entschuldige, wenn die meine Griechenmähne in den Griff kriegen, kriegen sie auch Eloises Haare in den Griff. Ja, also das Problem ist eher, dass Eloise sich noch nicht geäußert hat, was sie denn gerne hätte, ja. Überrasch ich gerne, das ist gar kein Problem. Eloise ist ja noch in der Findung. Ja, das Kind muss ich ja noch finden. Ich sag der Friseuse, was sie machen soll. Okay. Die Friseurmeisterin kommt da irgendwie auch mal mit einer Schere auf dich zu. Ja, komm, doch, ein bisschen, nur die Spitzen. Machen Sie ruhig weiter. Ja, Eloise verschwindet in einer Wolke aus Händen. Ab und zu siehst du da mal einen Kamm oder irgendwie eine Schere rauskommen. Und ja, der Stuhl hat sich gedreht. Und vor dir steht eine neue Eloise mit einer wunderbar gezähmten Frisur. Ich kann es jetzt gar nicht erklären, was das für eine Frisur ist, aber vielleicht kann Eloise das ja sagen. Ist auf jeden Fall eine gebändigte Haarmähne. Ja, die Haare sind jetzt so glatt geföhnt und so ein bisschen hochtupiert. Wir sind ja immer noch in den 60ern. Mhm. Also ich einmal so hinten das hoch und dann hier so glatt runter und dann nach vorne eingedreht. Ja, und ich sehe tatsächlich 5 Jahre älter aus mit einem Schlag. Und halte mich ungefähr 30 Sekunden an einer aufrechten Position, bevor ich dann wieder ein bisschen zusammensacke und wieder aussehe wie so ein nasser Sack da im Friseurstuhl. Aber ich gucke dich ausgezeichnet an und sag so, jetzt hübsch? Ja, super. So können wir uns auf dem Titelblatt sehen lassen. Und jetzt gehen wir noch Klamotten holen. Mit den Klamotten, das geht so nicht. Das passt ja jetzt gar nicht mehr zur Frisur. Und auf dem Weg zurück zum Hotel, zum Mirage, gehen wir noch in eine Boutique rein, da wird das Kind noch angekleidet. Ich lasse das alles mit mir machen. Sie weiß schon, was sie tut. Ich bewundere sie aber auch. Und die Leute bewundern ja auch die ganze Zeit Elektra. Also ich glaube, da fällt mir das dann auch auf, dass ich so ein bisschen schmuddelig und lotterig neben ihr aussehe. Deswegen, ich versuche mich ein bisschen anzupassen an meine neue letzte Freundin. Die einzige. Ja, ihr seid shoppen, ihr findet beträchtliche Läden mit wundervollen Auswahlen, toller Kleidung aus den 60ern, ja, was man so halt getragen hat, was so hip ist, und habt ordentlich Spaß. Elektra kennt die ganzen Läden scheinbar alle aus dem FF, ja, und man kennt natürlich Elektra. Kriege ich einen Minirock und Plateauschuhe? Ja, sicher. Das Kind wird absolut stylisch, top für ihr Alter, hochgestylt, ne? Harry wird es passen, ey, deswegen, also noch ein bisschen kürzer, noch ein bisschen kürzer den Rücken. Mama ist eh schon sauer, ich werde eh den Kopf kürzer gemacht. Wenn du dann mit Elektra in den Nachrichten auftauchst, irgendwie bei den Paparazzi-Fotos, dann hat sie jetzt auch richtig zu lang. Ja. Genau, sie kriegt dann auch eine gescheite Sonnenbrille, die am besten zu meiner passt, damit wir optisch da so ein bisschen, ne? Und dann, dass wir da matchen. Und was ich mir tatsächlich hole an Klamotten, ist etwas weniger Auffälliges. Ich kaufe mir etwas Einfaches. Weil wenn ich in Athen ankommen möchte, wäre es schön, wenn ich da nicht einmarschiere und mich gleich jeder erkennt. Also ich kaufe mir Tarnklamotten. Also Trenchcoat und Hut, oder? Geil, so eine Brille, die so nach oben gezogen ist, so ein Riesenhut. Ja, wie heißen denn diese Sommerhüte? Wisst ihr, was ich meine? Diese riesengroßen. Ja, diese riesengroße Strohsommerhüte. Hallo-Werbung. Ich würde sagen, sie heißen Sommerhut. Sie heißen übergroße Sommerhüte, wie man sie so trägt, ja. Ja, klar. Der heiße Scheiß quasi in den 60ern. Und so ein Schal, so ein Schaltuch, damit das so wedeln kann, wenn wir im Auto sitzen. Also ich kaufe immer noch was Gescheites und Stylisches, aber nicht so typisch Elektra-mäßiges. Mhm, okay. Also Elektra-Tarnklamotten. Also eigentlich mal nicht flippig und boom, sondern mehr so normal. Normalmodisch quasi. Normalmodisch, genau,
und Hut ist eine gute Idee, weil dann ist die Lockenmähne auch ein bisschen weg, so dass ich dann nicht auffalle, wenn wir in Athen landen. Ich habe keine Lust, gleich so eine Herrscher Paparazzis hinter uns herzuziehen. Ja, der Liebling der Medien, was soll man dazu sagen? Ja. No. Das möchten wir aber vielleicht nicht. Das große, deswegen. das große Los, ja, ist das so. Ja, es ist schlimm. Schlimm. Es ist schlimm. Schlimm. So, Eloise, gut schaust du aus mit deinen neuen Klamotten. Jetzt die Sonnenbrille auf. Und was habe ich dir gesagt? Haltung. Brust raus, lächeln. Und dann marschieren wir da zum Hotel. Ja. Und ich stolper dann immer so in diesen Plateau. So neben mir. Ja, ihr habt eine gute Szene. Ja, Kamera geht quasi auf Elektra oder getarnte Elektra. Und ja... Bam, 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 nein, nein, bam. Ich bin jetzt noch nicht getan. Jetzt sind wir in Paris, jetzt lebe ich das aus. Die Klamotten sind für Athen, um Gottes Willen. Okay. Jetzt machen wir, jetzt machen wir den Abmarsch zum Hotel. Und dann und immer wenn Eloise zusammensackt, hau ich hier hinten so ins Kreuz. Haltung, Brust raus, lächeln, Kind. Wie siehst du denn aus? So, super. Ja, also Elektra wieder coverwürdig. Elektra coverwürdig und immer wenn es rübergeht zu Eloise. So wunderbar, cool. Ja, ihr verbringt ein paar wunderschöne Tage in Paris. Ihr habt eure Reisepässe? Ich habe sogar zwei. Bitte? Einen englischen und einen französischen, weil der hatte ja mit Sicherheit seinen Reisepass dabei, der Mann, oder? Ja, was soll man dazu sagen? Oha! Ja, du greifst in deine Tasche und hast einen englischen Reisepass. Ja. Und wie es der Zufall so will, das könnte dein Vater sein. Ja. Also, das ist unglaublich. Diese, ja. Du sagst, du bist einfach wieder vom Glück, vom Leben geküsst. Ja? Wem soll man böse sein, weißt du? Ja, das ist so, du das ist einfach, das ist... Wenn Fortuna das möchte, dass es mir so geht. Wenn der französische Robin Hood, ja. 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 Perfekt. Möchtet ihr noch was in Paris machen? Sollte es noch einen Aufstand im Hotel geben, weil die sagen, dass sie beklaut worden sind, ich meine, wir sind im gleichen Hotel, dann werde ich denen natürlich helfen und beschreiben, wie der Typ aussah, der sie angerempelt hat. Welcher ja, von den fünf? Naja, einer ist mir ganz besonders aufgefallen und ich bringe dem Concierge, der sich um die Polizei kümmert, kriegt eine genaue Beschreibung alles. Also, ein mittelgroßer Franzose. Ja, so groß, hell-dunkle Haare. Ja, mittelauffällig. Perfekt. Ich mache so einen Spa-Abend mit so Röllchen zwischen den Zähnen und lass mir auch ein bisschen... Das ist eine wunderschöne Vorstellung. Du hast ein kleines Schnauzer gerade schneiden wieder mal. Ja. Ich dachte, du hast so ein Handtuch auf deinem Schnauzer quasi so liegen. Weißt du, so, diese Dampfhandtücher, ja, so. Der ist schon so eine Aufschnittbürste, der muss mal wieder so gekürzt werden, so ein bisschen gerade gezogen werden. Ich lasse mir das auch nochmal gut gehen. Wenn ich schon hier bin, dann ein volles Programm. Oh ja, ja, und während ich da sitze, trinke ich Whisky. Für alle, die sich übrigens wundern, dass unsere Gäste ab und zu einer von denen geht, die beiden haben noch ein kränkelndes Kind nebenan und müssen deswegen ab und zu danach gucken. Also nicht wundern, das ist keine Langeweile. Die müssen sich um ihr kränkelndes Kind kümmern. Ich wollte nur noch mal sagen, damit sich keiner wundert. Wender, was sagt ihr denn zu Eloise 2.0? Ich bin das erste Mal an ihr vorbeigekommen, dass ich überhaupt nicht erkannt habe. Ja, das ist doch eine, habe ich nicht eine wirklich wunderschöne junge Dame aus ihr gemacht. Oder? Perfekt. Etwas anderes habe ich von dir nicht erwartet, Elektra. Ja. So können wir auf Reisen gehen. Wenn ihr meint, ne? Ja, ja. Wie erkläre ich das ihrer Mutter, ja? Die ganze Zeit so. So, ich bin so am Arsch. Ja, dann reisen wir irgendwann ab, oder? Ach so, wie wir da hinreisen? Fliegen, oder? Fliegen. Also ihr habt jetzt ja noch irgendwie ein paar Tage dort verbracht. Ja, fliegen wäre tatsächlich, sage ich mal, die zeitsparendste Variante. Alles andere dauert dann doch mal 3 bis 4 Tage von euch aus. Es wird dann doch knapp. Ja? Also ihr kriegt quasi einen Flieger, mit dem könntet ihr am 16. fliegen. Und kommt natürlich dann logischerweise auch am 16. an. Ja.
quasi einen Tag bevor das Treffen in dem Restaurant die Argonauten stattfindet. Wäre das eure präferierte? Die Concorde fliegt bestimmt nicht von Paris nach Athen. Das wäre perfekt. Die Concorde fliegt selbstverständlich von Paris nach Athen. So, okay. Weiß ich nicht. Wird sie tun? Ja, tut sie. Selbstverständlich haben wir da die besten Plätze. Selbstverständlich. Als ob Elektra mit was anderem außer der Concorde fliegt. Please. Elektra, ich habe gerade ein bisschen... weißt du, ich war letztens beim Pferderennen und könntest du mir das Ticket vorstrecken? Ich habe es schon längst bezahlt, Paul. Ah, du bist die Beste. Wenn ich dich frage, ob du mich zum Urlaub begleitest, dann lasse ich dich nicht dein Ticket zahlen. Du bist die Allerbeste. Die Einsatzleitung möchte bitte auch nach Athen, danke. Aber hinten, zweite Klasse, gell? Das ich fliege auch im Gepäck mit, ist okay. Alright, ja, ihr seid unterwegs zum Flughafen in Paris. Jeder von euch irgendwie, also Harry wahrscheinlich mit seinem ganzen, mit seinem Rucksack, ja, wie das irgendwie üblich ist, nehme ich an, mit seiner ganzen Ausrüstung. Paul, ja, so wie immer, der Mantel, das war's. Ich habe eine Reisetasche mit dem Nötigsten. Verdammt. Eine Sekunde, gleich ist er wieder da. So. Willkommen zurück. Da sind wir wieder. So, Entschuldigung. Aber es ist keine englische Reisetasche, oder? Nein, es ist meine. Diese klassischen, unauffälligen Reisetaschen, ja. wie man sie in Ocean's 11 und all diesen Filmen immer sieht. Die Reisetasche, die gut genug ist, dass man da drin auch, sagen wir, da ist noch Platz drin. Also die ist bei weitem nicht voll. Da ist noch viel Platz drin, weil man weiß ja nie, wofür man den Platz braucht. Ja, ich meine, Athen ist eine große Stadt. Ne? Was soll man eben! Souvenirs! Ja, das ist... Aber das Ticket nicht zahlen können, ist klar. Gut. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Du hast mir den Charakter gegeben. Entschuldige bitte, ich spiele ihn nur auf. Ich habe übrigens noch an meinem Hehler die Uhr und das Zeug vertickt. Und Bargeld rausgemacht. Wann hast du das denn gemacht? Wusch, wusch, ja. Wenn das okay ist, ansonsten habe ich die dabei. Kurzer Szenewechsel, ja, ihr seht Paul, wie er gerade bei seinem Hehler ist, die Scheine zählt und wusch wieder im Hotel zurück und nach dem Ticket fragt. ist selbstverständlich okay. Die Frage, weil du weißt ja schon, dass du nach Athen geht, hast du das Ganze dann schon in der richtigen Währung oder hast du noch die französische Werbung? Die französische Währung. Also ich nehme so ein... Oder ein paar Drachme. Drachme ist das, glaube ich, ne? Eine Drachme, genau. Ich nehme so eine Batschischmenge mit, also was ich so brauche, um mal Leute zu bestechen. Ansonsten habe ich französisches Geld, weil ich dann immer sagen kann, ach verdammt, ich habe vergessen, das Geld umzuwechseln. Könntest du bitte? Deswegen behalte ich das meiste natürlich in Form. Gut, dann hast du, sag ich mal, durch deine Aktion 200 Francs eingenommen und hast, sag mal, 100 Drachme. Mhm. Wechselkurs müsste genau so gewesen sein. Perfekt. Ja, ihr seid unterwegs zum Flughafen. Elektra hat Hotelpersonal, was die Koffer hinterherzieht. Und funktioniert alles wunderbar. Ihr checkt ein, ja, ihr habt die besten Plätze, die es da gibt, das Personal super, das Essen deliziös, die wunderbaren Beilagen. Die zauberhaften Beilagen. Und das wunderbare Gemüse ist einfach zauberhaft und wunderbar. Und ihr sitzt quasi in der Concorde. Und es ist ja schon ein kleines technisches Wunder. Ich weiß jetzt nicht, ob Eloise da vielleicht gerade innerlich irgendwie sagt, oh, ja. Wenn ich normalerweise immer sehr schläfrig bin und die Sonnenbrille dazu hauptsächlich nutze, um dahinter zu schlafen, ohne dass Elektra das so richtig mitbekommt, bin ich jetzt aber in der Concorde hellwach und ich nerve den Steward. Ich stelle dem Fragen, die er überhaupt nicht beantworten kann.
Er steht dann da, er will nur mir einen Orangensaft bringen und ich laber ihn total voll und frage ihn aus. Ich bin begeistert. Dafür schlafe ich diesmal. Sobald ich da drinnen sitze, kipp ich mir einen Whisky rein, setze mir die Blende über die Augen und lege mich zurück und schlafe. Ich nehme mal an, ihr sitzt irgendwie zusammen, ne? Alle irgendwie im Dunstkreis von Elektra, sage ich mal. Weshalb ist auch wunderbar, also der Stuart kommt zurück, ja. Und er schaut dich an und misst du mal die zum Piloten vor? Ich kreisch sofort los. Und das ist eigentlich geht das nicht, aber ich meine, ja, man sieht halt, dass man quasi, du sitzt neben Elektra, ja. So, da kann man schon mal eine Ausnahme machen. Und zu dir gerichtet, Elektra sagt er, ja, unser Pilot ist ein großer Fan. Ja, vielleicht kann man da ja irgendwie was machen. Wer heißt denn mein größter Fan? Das ist Girard. Ja. Pilot Girard. Pilot Girard. Da kann man bestimmt. Mit dem Vornamen musste er ja ein Pilot werden. Das. Nenne den ersten Namen, der dir einfällt, Girard, ja? So. Ich zieh eine Autogrammkarte, die habe ich überall. Ja? Andere ziehen so ihre Schickkarten, ja? Genau. Für meinen größten Fan, Girard. Perfekt. Herzchen, Elektra. Das sollte ein paar Minuten im Cockpit wert sein. XOXO, ja. Genau, ja. Und Eloise, du darfst jetzt ins Cockpit, ja. Super, ich fange auch sofort an, die Knöpfe zu drücken. Ich gebe dir deine Eintrittskarte. Nimm sie mit. Halt, stopp! Ja, du siehst, wie also der Co-Pilot so alle Knöpfe, die du drückst, wieder direkt hinten dran so in die Ursprungsposition macht. Das Flugzeug ab und zu für Paul und Elektra. Ihr sitzt da ab, genießt quasi gerade euren Champagner, ja. Und zwischendrin. Ja, schaukelt das ganze Ding mal kurz. Das Flugzeug hat quasi ein bisschen Schluck auf. Turbulenzen heute. Nach ein paar Minuten. Ich glaube, die Turbulenz heißt Eloise. So nach ein paar Minuten seht ihr quasi den Co-Piloten, wie er mit hochrotem Kopf, ja, und Angstschweiß auf der Stirn Eloise zu ihrem Platz zurückbringt. Nicht alle. Ja, die Elektronik müssen wir jetzt neu kalibrieren, ja. Ich kann helfen. Nein, das ist schon okay. Das ist, genießt den Flug, das ist alles gut. Unsere Techniker, die machen das schon, ja, also. Basti, kann ich irgendwas aus dem Cockpit? Ich meine, da wird ja nichts über sein, ist schon klar. Also ich, ja, aber was mitgeben. Ja, was schwebt dir denn vor? Ja, also du hast was. Du hast rechts so hinter der Tür hast du so ein kleines, also du warst dir jetzt nicht sicher, ja, da war so ein bisschen so eine kleine Platte, so die mit 4 Schrauben verschraubt ist, war so ein bisschen offen, ja, weil eine Schraube hat man vergessen und ich meine, du wolltest ja nur helfen, ja, also das ist ja ein Sicherheitsproblem, ne, wenn das einfach offen ist und haben ein paar Kabel rausgeguckt und ein paar Teile und so. Also, ja, vielleicht könnte ich ja so einen ganz besonderen, eine ganz besondere Art von Schaltkreis, die mit so einem Hebel verbunden ist, mir da irgendwie raus. Ja, ja, okay. Genommen haben. Hast du gefunden? Als du das ganze Ding da quasi abmontiert hast, gab es mal kurz einen kleinen Schluck auf. Wee! Ich habe mich absichtlich gemacht im Cockpit. Einmal quasi so einen Sturzflug eingeleitet, damit ich hinten was klauen kann. Weil ich nämlich eigentlich voll einen Plan habe, was ich da vorne mache. Und als technisches Wunderkind habe ich mit einem Blick gesehen, wie das Ganze hier funktioniert. Und deswegen habe ich mir jetzt da was rausgeschraubt. War das nicht auch so 65, das Ende der Ära von der Concorde? Also, Eloise, ich bin unglaublich stolz auf dich. Das ist die Concorde, genau. Der Chat schreibt das. Ja, Harry, während du quasi eigentlich schlafen wolltest, hast du nur wii, wii, wii. Ja. Und sehr geehrte Passagiere, wir haben hier eine kleine ein Luftloch, ja, eine kleine Böe. Es ist alles in den Ordnung, ja, und man hört im Hintergrund den Co-Pilot. Du hörst die Seite wieder auf Kurs. Ja. Es war ein kurzer Schreck. Dein Muskel ist leider auf den Schoß
getröpfelt. Aber ihr seid wieder safe. Ja, ja, ich sagte noch, wenn ich mich hinsetze zu ihm, also der mich dann auch so rausbuxiert hat, ich meine, wir hatten 3,4 Minuten Zeit, die Situation zu lösen. In 3,2 Minuten war doch alles super. Der Co-Pilot geht zurück zum Cockpit, aber du siehst, wie er immer wieder so sich umdreht, um sicher zu gehen, dass du noch auf deinem Platz sitzt, ja? Und als er dir an der Tür steht, guckt er nochmal kurz raus, ja? Und dann macht er die Tür zu. Und du hörst nur klack, 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 klack. Was genau hast du im Cockpit gemacht? Ich habe mir jetzt einfach nur aufgeschrieben, Concorde-Teil aus Cockpit. Ich werde daraus irgendwas bauen. Das ist okay. Das ist eine sehr akkurate Beschreibung dessen, was du gefunden hast. Ja. Was du aufgelesen hast quasi. Ja, es sind hat noch ein paar Kinderkrankheiten, die Concorde. Du warst das einzige Kind da vorne drin. Ich setze meine Sonnenbrille auf und tue so, als würde ich schlafen. Ja, der restliche Flug ist vergleichsweise Fahrt. Ja? Ihr seid auch relativ schnell wieder im Landeanflug und ich meine, Elektra, du hast es ja schon oft gesehen. Harry sicherlich auch, ja, so wie du rumgekommen bist. Für Paul ist es aber gerade, und Louise, falls sie nicht wieder schläft, eine wunderschöne Aussicht, ja. Paul, du bekommst den Anflug quasi mit auf an den Flughafen, der in der Nähe der Küste ist. Und du siehst einfach das erste Mal Griechenland. Ja? Hm. Du siehst, es sind sehr wenige Wolken. Es ist ein strahlender Sonnenschein. Wir haben irgendwas, weiß nicht, du schätzt, ja. Sind irgendwie so 28, 29, 30 Grad, also relativ mild für die Uhrzeit oder für den Tag an sich. Und ihr macht einen wunderschönen Landeanflug dort. Du siehst alte Ruinen, ja, sehr viel klassische Bauten. Du kannst dich gar nicht satt sehen, weil irgendwie in deinem Kopf rattert auch schon das Potenzial, ja, all diese hilfsbereiten Menschen in der Stadt, ja, und den Dienst, den du quasi für Paris in Griechenland machen kannst. Ja, das ist einfach, also das deine Gefühle frohlocken, ja. Und ja. Nur, dass ich kein Griechisch spreche. Das ist ja kein Problem, ich kann für dich übersetzen. Ich nehme das Handgepäck, was ich mitgenommen habe, stelle es bei Paul auf dem Schoß ab, halt mal, und wechsel die Klamotten. Ja, unsere liebe Elektra geht in den Undercover-Modus. ja, Mähne verdeckt, immer noch modisch, ja, immer noch, aber eben nicht mehr Elektra, sondern einfach irgendeine griechische Frau. Mit großer Sonnenbrille und einem mega großen Hut. Hut. Tada! Ja, und ihr landet. Währenddessen gibt es ein paar kleine Fakten, die ihr so mitbekommt im Landeanflug. Ja, der Co-Pilot scheint sie wieder beruhigt zu haben und erzählt ein bisschen was. Unter anderem erfahrt ihr, dass natürlich in Griechenland Griechisch gesprochen wird. Welche Überraschung. Mensch! Ihr damit natürlich am besten fahrt. Englisch allerdings auch sehr weit verbreitet ist und auch sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, Eloise kann es ja gar nicht fassen, aber mit Deutsch kommt ihr auch gar nicht so wenig voran. Ja? Es gibt scheinbar den einen oder anderen, der auch Deutsch kann. Alle anderen Sprachen wird ein bisschen schwierig, aber das sind so die drei Sprachen, mit denen ihr euch dort gut verständigen könnt, ja? und zurechtkommt. Währung ist der Drachma, das kennen wir ja schon. Paul kennt ihr auf jeden Fall schon. Obwohl er noch nie in Griechenland war, hat er irgendwie Drachme und ist gerade am Zählen. Ihr wisst gar nicht, wie das Ganze passiert ist, aber er hat sie. Wie auch immer. Ja? Und ihr landet am Flughafen von Athen. Der ist ein bisschen außerhalb von Athen, an der Küste. Und das Wetter ist bombastisch. Und das haut auch Paul erstmal direkt um. Eloise auch. Ihr kennt das, seid solche Temperaturen jetzt nicht unbedingt gewöhnt. Ihr kennt den stickigen, warmen Pariser Sommer. Hier sind wir ja irgendwie im Spätfrühling, Frühsommer. Und es ist jetzt schon heißer als alles, was ihr aus Paris kennt. Nur die Luft ist um einiges besser. An der Küste. Ja, ich wehe eine kleine Meeresbrise entgegen.
Und ihr kriegt reges Treiben mit. Es ist gar nicht so ein winziger Flughafen. Er ist jetzt natürlich nicht so groß und imposant wie der Pariser Flughafen. Aber es scheint auch mehrere Gates zu geben. Es gibt mehrere, ihr seid die einzige Concorde, die gelandet ist. Es gibt noch ein paar andere Flugzeuge, die gerade gelandet sind. Und ihr seht die Gepäckwagen etc. Und ja, könnt euer Gepäck holen. Vermutlich. Und wenn ich Flugzeug steige, dann fühle ich mich direkt wieder wie zu Hause. So, dass diese trockene Hitze, das erinnert mich an den Krieg. Ich fange sofort an, so den Trenchcoat auszusehen, zusammenzufalten, in den Rucksack zu stecken, Hemd aufzukrempeln, so und Weste aufzumachen. Der Schal kommt sowieso weg. Und ich atme so ein bisschen auf, als ich da raustrete. Ja, auch so eine Tätowierung auf dem Unterarm von seiner alten Armeeeinheit. Ja, tatsächlich. Ich habe, Wüstenfuchs wäre jetzt falsch, aber ich habe so die andere Seite. Ja. Ich habe auf jeden Fall auf dem Unterarm so eine Nordafrika-Bataillon eintätowiert auf dem Arm. Genau. Und dann, Harry geht in den Wüstenmodus. Ja, du bist im Geheimagenten-Modus, wie es aussieht. Nein, ich bin in dem, ich komme nach Hause im Modus und möchte nicht gleich von einer Herrschaft von Paparazzis verfolgt werden, Modus. Okay, meinst du, die erkennt dich nicht trotzdem? Wenn ihr jetzt nicht laut hier durch die Gegend brüllt, Elektra, versuchen wir es doch einfach mal hier ein bisschen getarnt anzugehen. Ich kann mich gerade so zurückhalten. Können wir auf dem Flughafen mal kurz an irgendeiner Bar anhalten? Da gibt es doch immer... Pina Colada? Es gibt auf jeden Fall eine Bar, da gibt es allerdings kein Pina Colada mit Ananas. Der ist nicht vorhanden. Gibt es Pina Colada ohne Ananas? Es gibt Pina Colada ohne Ananas, ja. Also, ihr seid an dem Flughafen und wenn ich das jetzt richtig vernommen hatte, würde Elektra gerne ihr Gepäck in Empfang nehmen. Und Harry durstet es nach Wasser. Ja. Ich kümmere mich um das Gepäck. Wie es der Zufall so will, ja, findet ihr direkt eine Bar im Flughafen. Ja, es ist eher so eine kleine, was heißt Bar? Bar ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ja, es ist so eine Theke mit einem Barkeeper hinten, der ein bisschen rummixt. Es ist auch nichts viel los. Ja, es ist offensichtlich, also ihr schaut auf die Uhr, es ist 13 Uhr. Ja, mittags ist es nicht so viel an der Bar los. Und Paul sucht nämlich an das Gepäckband. Mhm. Ich habe ja nur einen Rucksack dabei, deswegen, der war bei mir im Handgepäck. Ich setze mich an den Tresen und ich gucke gar nicht, was die anderen machen und bestellen nur so. Nee, mach ruhig. Nee, ich glaube, ich bleibe in Elektras Nähe. Meine Haare haben sich wieder gekräuselt. Und ich versuche sie die ganze Zeit zu glätten, während ich neben dir stehe. Das Problem kenne ich. Das ist, ja. Hol dir einen Hut. Bei der Hitze eh besser. Wir kaufen dir was Schönes, wenn wir in der Stadt sind. Ja, Harry freut sich, dass er irgendwie seit einer Woche mal nicht auf Eloise aufpassen muss, ja, und sich den lokalen Köstlichkeiten hingeben kann. Du sitzt an der Bar, du kriegst dein Uso, ja, ganz klassisch in einem kleinen. Kannst du es an den Anis schon riechen, ja? Und dann, ja. Ist ein richtiger Uso-Konnoisseur quasi. Und Paul schlendert vermutlich zum Gepäckband. Und du stehst da mit einer Menge anderen Reisenden aus eurem Flieger und wartest auf euer Gepäck. Ja. Das ist nicht ein Koffer. Und also bitte? Es ist nicht nur ein Koffer. Korrekt. Ich sage ihm genau, wie viele Koffer es sind. Dann habe ich so diesen Wagen besorgt. Ja. Ja, Paul steht da mit einem Gepäckwagen zwischen den ganzen Touristen. In der Zwischenzeit hat Harry irgendwie seinen 5. oder 6. Uso rein und es dauert 10 Minuten, es dauert 15 Minuten, es dauert 20 Minuten und Paul steht immer noch mit dem leeren Gepäckwagen dort. Ist noch von irgendjemandem Gepäck gekommen bisher? Also da ist ab und zu Gepäck gekommen, ja. Es stehen aber noch ein paar andere Passagiere, Passagierinnen aus eurem Flieger. Aus eurem Flieger oder eurem Flug, ja. Auch dort und warten auch auf ihr Gepäck. Ja, und man, unser Koffer kommt ja gar nicht. Das kann ja nicht sein.
Oh, da müssen wir jetzt alles neu kaufen. Wo sind unsere Koffer, ja? Also manche sind nicht ganz so relaxed wie Paul, der wahrscheinlich schon den neuen Koffer irgendwie, seine neue Tasche im Blick hat. Also meine Tasche habe ich ja, das war ja bloß dieses. Achso, das war Handgepäck, ne? Ja, Handgepäck, okay. Ich hole ja. Ja. Nur Elektras Koffer. Wenn sie denn irgendwann kommen. Ja, und Eloises Koffer ist auch nicht dabei. Harry, du hattest wahrscheinlich auch noch Handgepäck. Oder hast du es? Ja, genau, ich habe nur Handgepäck, Rucksack. Ich habe nur so eine kleine Reisetasche, ja. Okay, ja, man wartet eben immer noch auf. Und die Aufrüstung, die man natürlich abgeben musste, ja. So, das Jagdgewehr von dir ist jetzt natürlich nicht im Passagierraum mitgeflogen. es taucht einfach. Die Gepäckluke ausgebaut. Es taucht einfach nicht auf. Dann gehe ich zu einem Schalter und zum Schalter von Air France. Zum Schalter von Air France. Also du bist am Gate, ihr seid am Gate A, ja, und dort gibt es den Schalter 1. Also du folgst den Schildern, biegst links ab, biegst rechts ab, denkst, okay, warum ist der Schalter so weit weg, ja? Siehst immer noch die Schilder, irgendwie, okay. Und biegst um die Ecke und läufst einfach direkt in eine Person rein, ja? Mhm. Mon Dieu. Und schaust an ihm vorbei. Mhm. Und siehst die Schlange. Also irgendwo ist auch der Schalter, aber der ist ein bisschen weiter hinten. Weiter vorne. Mhm. Vor dir stehen vielleicht 20, 30 Passagiere, alle aus einem Flug. Und es herrscht große Aufregung. Das Gepäck ist weg. Was sollen wir jetzt machen? Wir haben uns so auf den Urlaub gefreut. Und bei der einen weint das Kind, ja, weil der Blümchenkoffer weg ist. Alle sind irgendwie verzweifelt. Du siehst das Personal, ja, da an dem Service-Schalter, was einfach nur komplett am Eskalieren ist. Und irgendwie versucht die Meute zu beruhigen. Es geht sehr schleppend voran. Es geht voran, aber sehr, sehr schleppend. Und es dauert mir zu lange. Ich suche einen von den Leuten, die da putzen, die ich sehe. Es gibt ja nach hinten immer diese Türen in den Servicebereich. Mhm. Und ich suche eine Putze. Ja, du eine Reinigungskraft. Du siehst auch jemanden in einem Overall mit so einem Wischmob, ja, der so ein Kännchen hinter sich herzieht und da wischt, super motiviert. Mhm. Hallo, ja, hi. Vorsicht, Achtung, Rutschgefahr. Wait. Mein Freund, möchtest du dir ein paar Drachmen dazu verdienen? Immer, ja, also was muss ich putzen? Hoffentlich nichts. Bei diesem Air France-Flug scheint es ein Problem mit den Koffern zu geben. Und wie du siehst, ist die Schlange so lang. Ich habe nicht genug Zeit und du kommst hier überall hin, nehme ich an, mit deinen Schlüsseln, oder? Ich habe tatsächlich nur, also nein. Aber es gibt einen Trick, ja, die Touristen, wissen sie, die kriegen das nie so hin. Es gibt einen zweiten Schalter. Und oh, es gibt damit, ein zweites Gepäckband. Es gibt ein Gepäckband, aber es gibt zwei Schalter. Fragen Sie mich nicht nach dem Sinn, warum es zwei Schalter gibt, aber es gibt einen zweiten Schalter. Und den kann ich Ihnen zeigen. Ja, der ist gar nicht so weit weg und da ist erfahrungsgemäß eigentlich niemand. Fantastisch, dann reden wir nicht so laut darüber, dann bleibt das auch so. Ja, ich drücke ihm irgendwie 5 Drachmen in die Hand. Ja, und ja ihr lauft, also er geht vor, ja, bittet dich mitzukommen, er lässt also sein ganzes Equipment da stehen, läuft so an der langen Schlange vorbei und sagt, ja, gleich sind wir am zweiten Schalter. Zweiter Schalter? Es gibt einen zweiten Schalter? Hast du das gehört? Es gibt einen zweiten Schalter, ja. Und alle sind in heller Aufruhr, schauen euch an. Wo ist der zweite Schalter? Und du siehst nur, wie er die Beine in die Hand nimmt, ja. Folgen Sie mir schnell, ja. Ja, dann laufe ich hinter ihm her. Ihr rennt einmal um die Ecke, hinter euch eine ganze Meute aufgebrachter Touristen. Ja, sehr schön. Die ihr Gepäck gerne hätten. Eine Wolke hinter sich herziehen. Und du biegst zweimal ab und du stehst an Schalter 2. Gate A, Schalter 2. Und siehst einfach nur einen etwas beleibteren Air France-Mitarbeiter, der dort die Füße hochgelegt hat, ja, weil er hat offensichtlich nie was zu tun. Ja, Schalter 2, der vergessene Schalter. Mein lieber Freund, gleich wird sich Leben für heute ein bisschen ändern. Da kommen verärgerte Gäste, denn wir warten auf unser Gepäck. Letzte Concorde. Das Gepäck.
Gepäck der letzten Concorde. Du siehst, er muss erstmal seine Gedanken ordnen. Ja? Lasst mich mal schauen. Ach, hier landen so viele Concorde. Das ist immer ein Wirrwarr mit dem Gepäck. Ja? Nein, es ist bloß und, eine dort. Dann sagt er, ja, aber die davor und die danach, wissen Sie, das ist immer so. Wenn da morgen wieder die nächste Concorde kommt, das artet immer in Stress aus. Also, du weißt, du hast so eine leichte Vermutung, warum diese Person an Schalter 2 ist und an Schalter 2 niemand ist. Ja? Hier haben wir das Problem. Da wurde uns doch gerade was übermittelt. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht, schlechte zuerst. Ich weiß, was mit dem Gepäck ist. Er ignoriert dich einfach, er redet. Ja. Die schlechte Nachricht ist, sie brauchen Gepäckschein A38, um ihr Gepäck in Empfang nehmen zu können. Warum? Es gab da schon bei Schwierigkeiten mit dem Zoll. Wir haben das ab und zu mal, wenn die Behörden miteinander, sie wissen, wie das ist. Ja, Frankreich, Athen, Griechen. Das ist manchmal ein großes Sprachbarriere, hier, dies, das. Gepäckstein A38. Und Gepäckstein A38 gibt es gerade bei den Zollkollegen Gate B, Schalter 1, Schalter Z1. Finden Sie in diese Richtung, ja? Mein lieber Freund, ich habe einen Vorschlag. Dann beuge ich mich ein bisschen verschwörerisch zu ihm. Sie kümmern sich um den Zettel A38 für mich. Und ich gucke nach hinten, wo jetzt langsam die Meute uns hinterherkommt. Und ich stelle mich hier hin und werde für sie die Meute abwimmeln. Wir können entweder für einen arbeiten oder für all die. Also das... Oh, ist kein Problem. Sehen Sie die dicke Dame dort vorne? Ich habe gesehen, wie sie so ziemlich jeden Steward umarmt hat. Eine etwas beleibtere Frau, herzensgut, ja. Ja. Stöckelt schon an, ja. Ein Schalter! Ja. Du siehst die Panik in seinem Gesicht, ja. Es sind nachvollziehbare Argumente, die du dort bringst. Es rattert. Ja, aber wenn ich meinen Posten verlasse und ich habe den Job noch nicht so lange und ich kann doch jetzt nicht jetzt schon irgendwie, also... Also da müssen sie mitkommen. Ich kann das, also alleine, wenn ich sie da als verwirrten Gast... Ich greif hinter den Schalter, nehme das Schild, wo geschlossen drauf steht, stell das auf den Schalter und führe ihn weg. Okay, ja. Das er schaut etwas ängstlich, aber... Meine Herrschaft, es tut mir leid, dem Herrn geht es gerade nicht sehr gut. Ich glaube, er hat sich gerade eben übergeben. Ja, er macht einen sehr leidenden Eindruck, was aber vielleicht eher daran liegt, dass er die Arbeit sieht. Ja. 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 Während quasi Paul den Angestellten entführt, in Anführungsstrichen, was treibt denn der Rest gerade? Ja, ich sag mal, so groß ist ja jetzt der Flughafen vermutlich auch nicht in Athen. Irgendwann fällt mir auf, dass Paul nicht zurückkommt. Ich gehe mal zu Harry. Harry, hast du Paul gesehen? Der wollte das Gepäck holen. Ich stelle gerade das siebte Wusu-Glas ab. Und, Yassas. Ach so. Ich habe mein Gewehr aufgegeben. Ne? Wo ist denn das Gewehr? Ja, das wollte er. Ich kann dir nicht sagen, wo dein Gewehr ist. Hast du Paul gesehen? Wo ist denn Luis? Ich liege auf so einer Bank hinten und schlafe. Die war müde. Nee, tut mir leid, Paul habe ich nicht gesehen. Komm, wir gehen ihn mal suchen. Und ich stehe da so ein bisschen schwankend von dem Barhocker auf. Oh, Harry, es ist mittags um eins. Ja, und? Schwanken muss man da doch nicht. Ist ja gar nicht wahr. Ich bitte dich. Selbst sind wir schon wieder. Ja, wirklich. Ich weiß nicht, genau, wir gehen ihn mal suchen. Wir gehen ihn suchen. Ja, na super. Im Krieg war ich Fährtensucher. Okay. Pass auf, dass er nicht hin. Ich laufe so immer bereit, ihn zu stützen, falls er umfällt. Und, Guck, ich war im Krieg. Eloise, ja, ich weiß das, Harry. Ich war sehr lange mit dir in der Wüste. Ich weiß alles. Alles. Eloise, aufwachen.
Ja, ich schreck so hoch und sag so, ich hab doch erst zur zweiten Stunde heute. Ja. Total verwirrt. Ach so. Du bist in Griechenland, Schätzchen. Ja. Ich steh dann und auf. Onkel Harry ist leicht angetrunken, aber wir machen uns keine Sorgen, das schafft er. Wir, ich bin betrunken. Ja. Mhm. Wir suchen Paul. Halt mal die Augen auf. Er wollte das Gepäck holen und kommt nicht wieder. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz ans Gepäckband und schauen mal, ob er da, was er da treibt. Trau ihm auch zu, dass er jemanden kennengelernt hat und schon abgereist ist. Wir gehen ans Gepäckband. Ihr geht ans Gepäckband. Mittlerweile gibt's, stehen da auch wieder immer noch ein paar Leute, die auf ihre Dings waren. Aber ihr findet einen Aufsteller, auf dem steht Zollproblem. Sie benötigen den Gepäckschein A38. Steht da auch, wo man den bekommt? Ja, Gate B, Schalter Z1. Ja, dann gehen wir da jetzt direkt mal hin. Und ihr seht auch einen Pfeil, also es zeigt auch einen Pfeil an, wo ihr lang müsst. Vermutlich ist Paul schon da, wir gehen da mal hin. Ja, also ihr folgt den Schildern, nehme ich an. Ja. Perfekt, ja, also ihr folgt den Schildern. Ja, irgendwie dachtest du, dass der griechische Athener Flughafen gar nicht so groß ist. Aber ihr kommt irgendwie an Gate 3 vorbei, ihr seid irgendwie in Gate 4, kurz geht's da eine Treppe hoch und ihr seid in der Nähe des Towers, so wie auch immer. Eloise habe ich an der Hand. Und zwar in diesem Griff, der... Ne? Ihr findet... Du kannst aber Paul sehen. Ja. Paul ist mit einem sichtlich verwirrten und leicht überfordernden und mittlerweile auch schwitzenden, weil er wird von Paul getrieben, so ein kleines bisschen. Air France-Mitarbeiter unterwegs, ihr seht ihn vielleicht so 100 Meter vor euch. Ja, wie gerade um die nächste Ecke. Und scheint auch in Richtung Gate Bs und Schalter Z1 zu gehen. Ja. Dann geben wir mal Gas. Ja, ihr holt auch auf. Also es ist ein bisschen schwierig zu mit Harry. Gib ein bisschen Gas, komm. Ich mühe mich ab, jetzt fange ich auch an zu schwitzen. Ja, Harry wird gerade wieder ein bisschen nüchtern, ja, nach dieser Jogging-Einlage. Ich weiß nicht, Eloise, versuchst du auch zu rennen mit deinen Schuhen oder was ist der Plan? Ja, ich habe es ja überall drin zu schlurfen. Deswegen, also ich schlurfe auch in Joggendes Schlurfen. Also schnelleres Schlurfen, ja. Eloise hat zügiges Schlurfen erfunden. Und die Einzige, die beim Schlurfen schneller ist als beim normalen Laufen. Genau. Ja, ja. Ihr habt zu Paul aufgeschlossen. Das ist ein verdammtes Labyrinth hier. Und ja, in der Tat. Ihr seid jetzt Gate B, Großpranger, der Buchstabe B. Auf Griechisch. Schalter Z1. Und ihr seht dort einen Mitarbeiter. Es ist kein Airline-Mitarbeiter, sondern es sieht etwas uniform, es sieht ein bisschen offizieller aus. Das scheint der Zoll zu sein. Und ich sag zu dem Air France-Mitarbeiter, nur mein Freund, dann kümmere dich doch einmal darum, dass das alles hier läuft. Ja, du siehst, wie er hingeht, geschrien auf Griechisch, ja, er redet mit dem Zoll, er zeigt ein paar Mal auf euch, der Zolltyp, so, die Zollbeamtin, so, dann so, wird getuschelt. Ja, ihr kriegt so ein bisschen mit. Also eigentlich versteht es nur Elektra, ja, weil die reden auf Griechisch so. Sag mal, ist das Elektra? Kann das sein, dass das Elektra ist? Du müsst unbedingt das Gepäck von Elektra finden. Ich geh ein bisschen näher ran. Also die reden eindeutig über dich. Das muss Elektra sein. Ja. Oder? Hat sie nicht gestern das Rennen in Frankreich gewonnen? Du gehst hin? Ich geh näher ran, ja. So ganz verschwörerisch. Ja? Kriegen wir unser Gepäck schneller, wenn ich Elektra wäre? Also, ja, wir können ein bisschen helfen, aber Bürokratie Ich zieh meine Autogrammkarten raus. Ja, der Zoll nimmt die entgegen. Ja, also. Schreibt den noch so. Also wir können da schon ein bisschen was machen. Ja, ja. Oder? Also ich meine, jetzt wirklich, ich bin verabredet, Kinder.
Ja, ich kann jetzt nicht tagelang aufs Gepäck warten. Die griechischen. Übrigens Ehrlichkeit, wenn ich das sehe, dann rufe ich laut durch die halbe Halle. Wenn man es genau nimmt, ist das Bestechung. Nein, da kommen wir jetzt hin. Und Fakelakis ist hier ganz normal, Harry, also lass das gut sein. Wir sind griechisch. In Griechenland ist das keine Bestechung, das ist Kultur. Ja. Und was zur Kultur gehört, ist keine Bestechung. Also, ja, wir können das schon, aber wir müssen uns natürlich auch an Regeln halten, ist ja klar. Was wir Ihnen sagen können, ja, der Gepäckschein A38, der ist nicht mehr aktuell. Ja? Mhm. In einem Rundschreiben B65 wurde festgelegt, dass Sie den Gepäckschein A39 brauchen. Mhm. Und den gibt es leider an Gate 3, Schalter Z1. Und da können wir leider jetzt auch nichts mehr machen. Also ihr könntet. Ist es denn möglich, hier irgendwo einen Zustellservice zu buchen? Einen Menschen, der das Gepäck für uns organisiert. Hören Sie, guter Mann, ich habe wirklich nicht tagelang Zeit, mein Gepäck nachzurennen. Also, den Schein müssen Sie schon holen. Ja? Da sind wir einfach, wissen Sie, Einfuhrgesetze. Also das Gate ist in die Richtung, ja, nicht in die Richtung, aus der ihr gekommen seid, sondern in die andere. Ja? Mhm. Was ihr natürlich machen könntet, wenn jemand von euch Bürokratie hat, könnte man versuchen, das Ganze vielleicht so ein bisschen zu vereinfachen. Ja, mein Top-Skill. Warte mal. Oh mein Gott. Kann ich das durch Charme wegmachen? Ja. Oder Nachforschungscharme geht auch, ja. Ich könnte auch meine Kontakte zücken. Ich habe diese Fähigkeit, dass ich überall schon gewesen bin und überall jemanden kenne. Für Storypunkte. Okay. Also klar. Er scheint mir sinnvoller. Also ihr dürft bei solchen Sachen. Den wir gerade reden, den kenne ich. Ihr dürft kurz Meta-Dings vielleicht für die anderen. Also ihr dürft gerne, wenn ihr sowas machen wollt, einfach sagen, dass ihr das macht. Wenn ihr irgendwie was, eine geile Idee habt, ja, dann bin ich da voll dabei. Okay. In dem Fall voll gerne. Du kennst den Typ. Harry? Bist du's? Starfrost? Ist doch nicht wahr, alter Kamerad, ja. Und du siehst so den Zollbeamten. Macht so. Zeigst du das Tattoo? Ja, ich mach auch zurück, so wir klatschen so die Tätowierung. Alter. Hol den Uso, ja? Nein, heute kein Uso mehr. Nein. Harry ist für heute durch mit Uso. Dich habe ich seit Gallipoli nicht mehr gesehen. Das waren Zeiten hier. Was machst du? Es ist immer Gallipoli. Du kennst Elektra? Er wollte schon wieder Carmen sagen. Ich wollte gar nicht sagen. Ich habe eindeutig Elektra gesagt. Ja. Ja. Du kennst Karl Elektra? Karl Elektra. Oh. Das ist traurig. Ich war sogar mal in Paris Dakar. Damals, als wir die anderen vertrieben haben. Das war bestimmt ganz hervorragend. Wir bräuchten bitte unser Gepäck. Ja, gleich. Wir müssen jetzt erstmal. Also, offensichtlich. Du kriegst echt Dutzend Autogrammkarten von ihr. Weißt du, was in diesem Gepäckhaufen mit drin war? Nee. Da war mein Lee Enfield-Gewehr drin. Die Betty? Wir können nicht ohne unsere Gewehre, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Das ist ein Grund. Und ihre Koffer sind da auch drin und das ist Elektra. Du siehst, wie er hinten hinter den Schalter geht und er zückt ein Formular. Da steht A38 drauf. Er streicht die 8 durch und schreibt eine 9 hin. ich brauche schnell eure Pässe, ja? Ja. Und Pässe. Füllt da irgendwas auf? Pass. Welchen? Ja, Nee, ich gebe tatsächlich meinen echten. Ja, er füllt da irgendwas aus, ja. Das dauert ein bisschen länger, weil immer noch Geschnattere, Harry dies, Harry das, Afrika hier, Afrika da, Waffe und hast du immer noch das und das. Und
Könnte sich ja, zwischendrin wird doch nochmal der ein oder andere Uso gekippt, ja. Aber ihr habt den Passierschein, den Gepäckschein, A39. Und er hat ihn in der Hand und er hält ihn dir hin. Aber er gibt ihn dir nicht. Ja, aber er gibt ihn dir nicht. Und er macht so zu Elektra hin. Ach, Elektra, magst du vielleicht mal eben ein Dutzend Karten unterschreiben? Ich unterschreibe ein Dutzend Karten. So, auch auf. Kannst du auch auf Drachmen unterschreiben? Ich kann auch auf Drachmen unterschreiben. Ich unterschreibe auf Drachmen. Ja, du siehst, er nimmt diese Drachmen. Ja, so. Oh, da kriege ich einiges für, ja. Hey, du weißt doch, wie das ist. Man muss doch gucken, wo man bleibt, ne? Also, ne, der Zoll, also die Behörden sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Doch, sie sind genau Richtlinien, das, was sie immer waren. Rundschreiben, ja. B56, dies, das, Ananas, ja. Also ihr seht in der Zwischenzeit auch, wie jemand euer Gepäck bringt. Entschuldigung, aber ich möchte in der Szene, ich möchte einen Storypunkt ausgeben, ja. In dieser Szene von den Erwachsenen ignoriert zu werden, weil das kann ich ja aufgrund meiner, ne, weil ich ja jung bin. Und würde nämlich gerne hinter den Tresen hüpfen quasi, um da in den Unterlagen zu suchen, ob ich irgendwelche Hinweise darauf finde, dass jetzt hier diese, dass so ein Amerikaner hier irgendwie eingecheckt hat in den letzten Tagen am griechischen Flughafen. Ja, du machst einen beherzten Sprung über die Theke, während quasi Herr Harry und der griechische Zollbeamte ihren Uso weggekippt haben. Also, du bist es ja oft gewohnt, von Erwachsenen ignoriert zu werden, ja? Aber sowas hast du auch noch nicht erlebt. Du bist quasi nicht, also bist ja quasi überhaupt niemanden interessiert, ja? Und du stehst quasi neben den anderen Zollbeamten und ja, da ist nix, der nächste Stapel so. Und ja, ratterst da alle Blätter durch. Und es gibt tatsächlich einen Amerikaner, der eingecheckt. Wie heißt er? Da steht allerdings, also steht nicht, welchen Flieger er genommen hat. Es scheint irgendwie alles ein bisschen durchgekritzelt zu sein, ja. Sieht so nach einem ähnlichen Gepäckschein aus wie der eure. Und der heißt Mr. Richards. 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 Und wann ist der angekommen? Ungefähr so eine Woche vorher, ja, so vor 7, 8 Tagen. Ja. Beim Kannst Zoll du so ganz lesen, ja. Ja, man muss ja beim Zoll doch auch angeben, wo man hingeht, oder? Ja, das ist dort allerdings nicht nicht vermerkt. Ja, es ist eigentlich wirklich nur der Name, auch kein Vorname, es ist wirklich nur der Nachname. Ja. Und das Amerikanische hat sich nicht, das steht natürlich noch mit dabei, aber das war's dann auch. Okay, weil dann stehe ich nämlich hinterm Tresen und als ich dann diesen Amerikaner und endlich einen Namen dazu habe, rufe ich einmal laut, ha! So, und denke dann so, oh. So, und alle plötzlich so. Aber dann, ja. Was macht das Kind hier? Was machst du denn da schon wieder? Also Daros, sie gehört zu mir. Die macht schon, die stellt nichts an. Trink noch einen Uso. Und einen für deinen Freund. Für deinen guten Freund. Ja. Ja, in der Zwischenzeit kamen 4 Gepäckwagen an, vollgepackt mit Koffern. Boah, wärst du so lieb, Schätzchen? Natürlich. Paul hat einen Zug an Gepäckwagen vor sich, den er schiebt. Ja. Ja, und damit habt ihr euer Gepäck. Ihr seid in Paris angekommen. Und echt? Wir wollten doch nach Athen. Athen, Entschuldigung. Das erklärt aber einiges. Zeitsprung, zack, ihr seid wieder in Paris. Ja? Weil es halt so schön war. Und ich hätte jetzt auch tatsächlich den Punkt so als Anlass genommen, zu sagen, okay, wir machen hier heute Abend quasi mit der Ankunft in Athen den Cut. Endlich zu Hause. Es war ein hervorragender Abend. Ich hatte super Spaß. Ja. Ich mag die Charaktere alle. Ja. Ja, das macht echt Spaß. Ich mag euch auch. Die Gruppe. Das ist echt super.
Aber also, wir haben noch nicht angefangen, glaube ich. Ich glaube, das war's vorgesehen. Wir haben noch nichts gemacht vom Abenteuer, oder? Nein, ich bin aufs Abenteuer gespannt. Da kommt noch was. Kommt bestimmt ein Abenteuer. Hero, das war die Aufwärmphase. Was? Aber für die Leute, die jetzt im Stream schreiben, dass sie traurig sind, dass schon Schluss ist, seht's doch so. So kommt ihr zu dem zweiten Teil. Also ich meine, ne? Also wenn wir in dem Tempo weitergehen, kommen die zu einem dritten Teil. Ich bin mir sicher. Das wird so die nächste Ilvarandin-Kampagne. Folge 30 von Troubleshooters. Oder 50B. Also, wir hatten alle richtig viel Spaß, denke ich, oder? Ja, mega. Ja. Ich liebe den Charakter. War okay. Tatsächlich ist es so, weil ja schon am Anfang Leute gesagt haben, shut up and take my money, ich will endlich, dass das Crowdfunding startet. Damit ihr das nicht verpasst, wenn das Crowdfunding startet, habe ich hier einen Link für euch. Und das ist der Link zu der Crowdfunding-Seite auf GameOn. Und da könnt ihr euch schon mit eurer E-Mail-Adresse eintragen. Und alle, die sich dort eintragen, werden natürlich informiert, sobald das Crowdfunding startet. Ja, damit ihr quasi die Ersten seid, direkt, wenn es losgeht. Und dann haben wir tatsächlich sogar auch schon ein Datum. Und zwar fängt das Crowdfunding... Was? Ups. Perfekt. Hallo? So, da bin ich wieder. Tada! Hi. Da steht ein Datum. Und zwar fängt das Crowdfunding an am 7.9.2022. Dieses Jahr, 7.9. Das ist Crowdfunding-Start. Das ist übermorgen. Also der Sommer geht so ratzfatz vorbei. Wir haben versprochen, es ist im Sommer. Der 7.9. ist noch Sommer. Dead Operator schreibt, dann wird das hier wohl eine ziemlich lange Kampagne. Es gibt ja auch schon einen Termin für den nächsten, also es gibt ja schon einen festen Termin für den zweiten Teil. Ich muss gerade nachgucken, wann der zweite Termin ist, oder hast du ihn im Kopf? Der ist exakt in 4 Wochen, denn da habe ich, ja, der ist am 6. Mai. Am 6. Mai steht sogar bei uns im Kalender. Verrückt, ich habe es aufgeschrieben. Wunder passieren. Wer bin ich? Ich habe einen Termin aufgeschrieben. Ne? 6. Mai, wieder ein Freitag. Mhm. Wieder ein Freitag, korrekt. Wir sollten, wenn wir so weiterspielen... Wir sollten einen dritten Termin bitte noch irgendwie festlegen. Definitiv, bevor wir den zweiten Termin haben, legen wir den dritten Termin fest. Ich sag mal, wahrscheinlich wieder genau einen Monat später. Und wenn wir so weitermachen, sind wir bis zum September... Ja. Mit der Crowdfunding-Serie, mit der Let's Play-Serie hier durch. Wir haben ja sicherlich auch noch andere Sachen. Ja, wir haben jede Menge Dinge. Aber ja. Ich freue mich super weiter zu spielen. Es hat echt Spaß gemacht. Ja, das war sehr witzig. Ja. 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 Ich hab ein paar Mal gelacht, ja. Vor allen Dingen am Anfang. Also das französische Menü war mit Abstand, also das war so elaboriert, das war schon der Hammer. Ja. Wunderbare Beilagen und zauberhaftes Gemüse. Ja, das ist das französischste Menü, das ich hier mitbekommen habe. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Spielen, ich bedanke mich bei Basti fürs Spielleiten, ich bedanke mich bei euch da draußen fürs reichhaltige Zuschauen. Und erinnere nochmal an unser Osterrätsel für alle, die am Anfang nicht dabei gewesen sind. Frage Nummer 1. Arvens Mutter hat 3 Kinder, die Zwillinge Eladan und Elro hier. Sowie eine weitere Tochter mit dem Namen. Ihr schreibt einfach den Namen der Tochter @lurchundlama.de und bekommt dann eine E-Mail zurück. Es gibt 10 Quizfragen insgesamt. Jeden Tag, immer morgens um 7, gibt es die nächste Quizfrage. Also, die bleibt dann auch stehen. Ihr müsst nicht morgen früh um 7 wach sein. Aber ab 7 Uhr morgen früh gibt es die nächste Quizfrage. Und wo genau ihr diese Quizfrage findet,
bekommt ihr mitgeteilt in der Antwort-E-Mail, wenn ihr die E-Mail geschickt habt an lösungswort@lurchandlama.de. Also wie gesagt, nicht Lösungswort, sondern da die Antwort auf die Frage. Ich hätte die E-Mail-Adresse lösungswort@lurchandlama.de einrichten sollen. Ja, wurde zum Beispiel erklärt, dass es das falsch ist. Ja. Ja. Gut, und wenn ihr alle 10 Fragen habt, kommt ihr in die Verlosung für einen tollen Osterpreis am Ende. So, ich freue mich, dass ihr da wart. Ich freue mich noch viel mehr, wenn ihr wiederkommt, und zwar nächste Woche. Denn nächste Woche sind auch wir wieder da, und es wäre ja albern, wenn wir völlig allein streamen. Nächste Woche Montag gibt es einen Hammer-Stream. Also wirklich, nächste Woche Montag wird Metal. Und zwar so richtig Metal. Nächste Woche Montag wird Viking Death Squad gespielt. Ein wirklich abgefahrenes Rollenspiel, inspiriert von einem Song von Black Sabbath, nämlich War Pigs. Dieses ganze Rollenspiel ist eigentlich das Rollenspiel zu diesem Lied von Black Sabbath. Und weil es das testosteronhaltigste Rollenspiel ist, das wir gefunden haben, wo wirklich Testosteron aus dem ganzen Buch rausquillt, halten wir Männer uns diesmal komplett aus dem Let's Play raus. Geleitet wird das Ganze von unserer wundervollen Ivy. Und die Spieler werden sein Shiraki, Cookie, Sonne und der Lurch. Und schon wieder ist das Bild weg. Toll. Den Ton fürs auf keinen Fall mit Lama. Auf keinen Fall mit dem Lama, weil irgendwas zickt hier gerade gewaltig rum. Ja. Also, Ivy als Spielleiter, Cookie, Sonne, Shiraki und der Lurch werden spielen. Und alle werden Kerle spielen. Ja. Und zwar die kerligsten Kerle der Welt. Ich bin sehr gespannt drauf. Es wird mit Sicherheit super witzig. Nächste Woche Mittwoch haben wir wieder ein Let's Play. Und zwar freue ich mich sehr drauf. Dead Operator wird spielleiten. Teil 2 von Monster Heart. Na cool. Da freue ich mich sehr, 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 sehr drauf. Nächste Woche Donnerstag ist Shiraki dran. Ich weiß noch nicht genau, was sie macht, aber Shiraki ist dran. Nächste Woche Donnerstag. Und nächste Woche Freitag, Karfreitag, da machen wir tatsächlich mal frei. Wir machen einfach mal frei an Karfreitag und dann gibt es keinen Stream nächste Woche Freitag. Vielleicht zeigen wir irgendeine Wiederholung oder sowas für die Leute, die nie genug bekommen. Aber wir sind nicht live vor der Kamera. Gut, dann verabschieden wir uns von euch für heute, für diese Woche. Wünschen euch ein fantastisches Wochenende. Wenn ihr Fragen zum Quiz habt, müsst ihr bis Sonntag warten. Denn ihr erreicht uns morgen nicht. Wir sind morgen den ganzen Tag unterwegs. Ihr erreicht uns also erst wieder irgendwie ab Sonntagmittag. Ich habe die Frage vorhin gesehen, wenn jemand Instagram oder Facebook nicht hat und da die nächste Frage ist, überhaupt kein Problem. Soweit ich weiß, kann man Instagram sich auch angucken, ohne einen Account zu haben. Und wenn das nächste Quiz auf Facebook ist und ihr euch keinen Account machen wollt, soll das kein Hinderungsgrund sein, schreibt mich einfach auf Discord an oder schreibt eine E-Mail an kontakt@lurchandlama.de. Dann lassen wir euch das Quiz für den Tag auf anderem Wege zukommen. Gut. Basti, hast du noch ein paar letzte Worte? Du hast wieder alles schon Colada gesagt. Ja, und der Chat hat es auch schon gesagt. Vielleicht. Vielleicht, wir können natürlich, wenn es das mit dem Pina Colada auf sich hat, kurz einweihen. Das ist vielleicht ein lustiger Gag, das ist das Safe-Wort. Pina Colada mit Ananas ist ja ein Safe-Wort. Weil Basti Angst hatte, dass er das Abenteuer nicht weit genug vorbereitet hat. Was für eine... Nein. Wie lange was für eine Fehleinschätzung. Ja, was für eine Fehleinschätzung. Was für eine komplette Fehleinschätzung. Nein, ich bedanke mich auch bei euch für die sehr, sehr lustige Runde und freue mich aufs nächste Mal. 6.5. 6.5. Seid dabei, wenn 3P, Lula und die Gorillas am Start sind. Cool. Macht euch Knoten ins Taschentuch. Und dann verabschieden wir uns von euch, wie immer, traditionell am Ende unserer Streams, mit dem guten alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals
euer eigener sein. Ihr habt euch wohl, inshallah, macht's gut. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, spielt Spiele. Bis dann.